Hallo. Das machen wir jetzt aber nicht mehr weiter. Auf meiner ist es schon drauf. Ich weiß, deswegen ja. Vor allem klang das bei Flumi richtig gut. Mhm. Daddy, ich hab dir eine Chance gegeben, in der letzten Folge zu sagen, sodass Flumi dann das machen muss, schnell. In der letzten Folge? In der letzten Folge. Flumi, du warst leider zu langsam, du musst. So. Gut zusammengefasst, oder? Wegen dir ist letzte Woche ausgefallen. Jetzt mach mal. Mhm. Echt, war das meine Schuld? Ja, das war meine Schuld. Ja, wir wollten 22 Uhr dann nicht mehr warten, glaube ich. Das verstehe ich. Davor das Mal gab es eine Einweihungsparty. Sophie war bei Martha im Waschsalon. Und die Mutter von David war da. Seine Schwester auch. Es gab wunderbare Gespräche zwischen der kleinen Schwester und dem großen Bruder. Sie möchte irgendwas mit Medien machen. Ich sag mal, das haben viele Huren früher auch gesagt. Ich glaube nicht, dass sie das gesagt haben. Das kann sein. Ich mach wahrscheinlich auch, bin gerade wieder voll Dings. Aber das ist so wie, ich will Schauspielerin werden. Okay. Ich muss mein Mikro näher ranziehen. Ich hoffe, jetzt versteht man mich besser. Klingt einfach weniger behindert. Ah. Okay. Und dann hat David diese Absichten vor Mutti dann nochmal kurz verteidigt, um seiner kleinen Schwester beizustehen. Ja, ein großer, guter Bruder. Ja, du bist ein guter, großer Bruder. Was ist denn noch passiert? Wie gesagt, Einweihungsfete, die wir irgendwie hingekriegt haben. Es hat in Strömen geregnet. Ich frag mich, warum. Ich frag mich auch, warum Sophie zwei Tage später einen Kater hat und nicht direkt am nächsten Tag. Tja, Dinge passieren. Ja, ich glaube, das war's auch. Dann haben wir irgendwann Schluss gemacht. Vielleicht war ja noch David mit dem Wanz unterwegs, aber... Ja. Ah ja! Eine Kleinigkeit. Ja, ich fass gar nicht auf. Das Wichtigste habe ich fast vergessen. Genau, David war mit dem Wanz unterwegs, weil der Wanz zu David gekommen ist und gesagt hat, ich möchte gerne meinen Papa besuchen, aber Sandro ist noch arbeiten, machst du das mit mir? Und wie David so ist, gutgläubig und naiv. Hallo? Schnappt er sich das Kind, obwohl der Erziehungsberechtigte nicht da ist, fragt den Erziehungsberechtigten auch nicht und fährt mit dem Kind in eine ziemlich miese Gegend in Halle. Und, naja, ich sag mal, es kommt, wie es kommen musste. Und wie du es gezeichnet hast. Wie es kommen musste. Man kennt das ja. Man fährt in eine etwas ärmere Gegend in Deutschland und man wird direkt unter Androhung fast abgestochen. Na, das jetzt nicht gerade, aber dass die ganze Situation vielleicht etwas schlechter ausgehen würde als erwartet, war irgendwie zu erwarten, wenn man bedenkt, dass der Wanst offensichtlich nicht mehr bei seinem Vater wohnt. Dass die ganze Situation schlechter erwartungsgemäß schlechter, nee, warte mal, was hat sie gesagt? Es war irgendwas reshootet. Ja, dass sie erwartungsgemäß schlecht ausgehen musste. Als erwartet, hast du gesagt, genau. Naja, hat er erwartet, dass sie so ausgeht? Nein. Erwartungsgemäß schlechter als erwartet. Warte mal kurz, da irgendwas funktioniert aber in dem Satz immer noch nicht. Ey, das war Absicht, ich wollte nur wissen, ob du aufpasst. Natürlich. Genau. Auf jeden Fall kam es dann zu einer Begegnung der dritten Art. Allerlei merkwürdige Dinge, die irgendwie passiert sind, die auch David passiert sind, als er weggelaufen ist. Er hat Trommeln gehört. Das fand ich schön. Wäre fast abgestochen worden. Hört das selber. Meine Güte. Und ist dann irgendwie in ein Taxi abgehauen, wo er einen netten Taxifahrer namens Kamal getroffen hat. Dann gab es ein seltsames Gespräch bezüglich, irgendwie wollte er wissen, wie er heißt. Nein, er wollte, dass er ihm seinen Namen gibt. Hat er auch gemacht. Und dann hat sich später herausgestellt, dass wohl irgendwer aus dem Haus mit ihm im Clinch liegt. Auf jeden Fall wollte er nicht bis ans Haus ranfahren. Dann gab es noch eine nette Unterredung zwischen David und Sandro. Sandro war nicht allzu erfreut über den Ausgang dieses Treffens. Und ich glaube, jetzt habe ich es aber, oder? Jo. Mit dem Gespräch haben wir nämlich aufgehört. Ja,
Sehr gut. Also das ist ja quasi der beste Zifferer überhaupt, der hat mich nämlich umsonst nach Hause gefahren. So is it. Viel Spaß und bleib geil. Okay, so. Ihr kleinen geilen Missitz. Jo. Laternenfest. Irrelevant. Also, habt ihr in den nächsten Tagen vor, irgendwas Besonderes zu machen oder mit irgendjemandem zu reden? Einem Psychologen oder so? Psychologen? Warum sollte man mit einem Psychologen reden? Ja, mit einem Seelsorger oder so, was ihr halt wollt. Na, man muss auch sowieso erstmal zum Hausarzt, um sich eine Überweisung holen, um sich eine Überweisung zu holen. Und ich halte das irgendwie zwar für alles seltsam, aber es ist die Großstadt. Die Trommeln sind komisch, aber... Ja, das erklärt alles. Die Großstadt. Okay, gut. Pass auf. Ja, ich hab noch was vor. Ach so, plötzlich. Ja. Was denn? Du hast mich ja vorhin unterbrochen. Entschuldige. Mann. Na, ich wollte noch Schablonen machen mit Thorsten. Ja, dazu kommen wir ja später. Ach so, dann habe ich nichts vor. Habt ihr noch Zeit? Erstmal in den nächsten Tagen. Ja, Wanz wird man natürlich nicht sehen. Was noch in den nächsten Tagen passiert, ist, dass ihr lebt euch halt ziemlich gut in dem Haus ein. Es sind einfach die kleinen Dinge. Die Sachen wirken einfach alle immer griffbereit, wenn man sie gerade braucht. Was, Sophie ist garantiert nicht die ordentlichste, aber wenn sie gerade irgendeinen speziellen Pinsel oder irgendeinen Scheiß braucht, dann ist er immer genau da, wo sie gerade hingreift. Und solche Dinge. Die Stufen sind kleiner, die Lichtschalter sind näher dort, wo alles das, was passiert, wenn man sich gut einlebt. Ihr kommt am 4. September, also Mittwoch, eine Woche danach, vom Einkaufen zurück. Schwer bepackt, soll ja eine Weile reichen. Und beziehungsweise schon im Erdgeschoss wird David erstmal kurz abgefangen vom von Herrn Satt, der quasi auf euch zukommt, euch zunickt. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Hallo. Herr Husteden, dürfte ich vielleicht um eine kurze Unterredung bitten? Gerne. Stell die Taschen einfach ab, ich nehm's mit hoch. Sein Traum, danke. Ich danke für Ihr Verständnis, Fräulein Milborough. Klar. Oh, der wird dann kurz warten, bis du oben bist, also bis du weit genug weg bist. Er muss ja nicht so lange warten, bis du ihn nicht mehr hörst. Und wird dann seine Hände ein wenig verknoten, den Kopf schief legen. Herr Husteden, ich möchte mich bei Ihnen nur entschuldigen, ob der Art, in der ich Sie behandelt habe, bei Ihrem letzten Besuch. Ich möchte nur, dass Sie verstehen, dass meine Legitimation als Vormund und Mentor oft genug in Frage gestellt wird. Ich muss einen Kampf vor zwei Obrigkeiten, vor meiner Art und vor meiner Familie austragen und möchte das um jeden Preis nicht auch noch in diesem Hause tun müssen. Klar, kein Problem. Ich wusste das nur nicht. Ich kannte Ihre Familienverhältnisse ja nicht. Ich verstehe das, es ist alles sehr ungewöhnlich und ich möchte auch jetzt im Nachhinein keine allzu große Sache daraus machen, noch möchte ich mit Ihnen in einer Art Streit auseinandergehen. Nee, haben wir auf keinen Fall. Entschuldigung. Vielen Dank für Verständnis. Haben Sie sich denn erholt von den Erlebnissen? Ute, habe ich noch irgendwie Schmerzen von den komischen Bissen? Du hattest nie Schmerzen von den Bissen, außer als du gebissen wurdest. Okay, das ist gut. Ja, es ist alles gut. Es war ein bisschen irritierend, aber... Naja,
Wie die Großstadt halt so ist, nicht wahr? Ja, wie die Großstadt so ist, natürlich. Wie gesagt, ich danke Ihnen. Es ist nur noch so, dass ich innerhalb meiner weiteren größeren Verwandtschaft schon immer auffiel als jemand, der sehr ungestüm und unbeherrscht war. Ich hoffe, dass auch in Zukunft sie darüber hinwegsehen können, wenn ich nicht jede Form der Höflichkeit und Etikette wahre. Manchmal gehen die Pferde etwas mit mir durch. Ich muss ein bisschen grinsen, als ich das gesagt habe. Klar, gehen die Pferde mit ihm durch. Ja, er steht mit vollkommen geradem Rücken da. Als hätte man ihm einen Besen reingeknetet. Eben, der Typ ist so der. Das ist so das Sinnbild von, die Pferde gehen nicht mit mir durch. Ja, also, wenn sich jemand entschuldigen müsste, dann ich. Also, ich habe ja den Fehler gemacht. Ich denke, bevor wir in einen Kreislauf eintreten, da alles geklärt ist, kann ich nichts tun, als Ihnen einen schönen Tag wünschen. Das wünsche ich Ihnen auch. Dann würde er sich kurz, dann würde er sich verbeugen zunicken und in seine Wohnung verschwinden. Sophie! Ja, bevor er noch geht, würde ich dann so, und wie geht's der Kleinen? Also als er sich halt so umdreht quasi. Er wird quasi seine Tür, seinen Türknauf berühren. Nun. Wie Sie bereits sagten, den Umständen entsprechend. Und dann wird er die Tür öffnen. Okay. Sophie! Du eröffnest die Tür, mitten in eurem Flur liegt euer Vermieter. Du hast kein rotes Handtuch gesehen, aber er scheint auf dem Boden zu zerfließen und in unendlichen Qualen. Sophie! Roland! Mir ist langweilig. Ich sterbe. Echt? Ich sterbe. Ich hab noch... Mein Herz ist schwer und eingeklemmt von der Welt, die ihr geschaffen habt. Ich sterbe, hilf mir! Dann steh jetzt gefälligst auf und hilf mir, die scheiß Einkaufstüten auszuräumen. Keine Kraft. Ist er kitzlig? Ich denke, diese Frage kann ich nicht beantworten, ohne dass da du experimentell tätig wirst. Sie geht über ihn hinüber. Also sie tritt auf seinen Bauch und geht über ihn hinüber. Mit den Einkaufstüten. Sein Bauch ist unerwartet steinhart. Okay, nicht steinhart, aber sagen wir mal nasser Tonhart. Okay. Unnötig und nicht hilfreich. Doch, es erheitert meinen Tag. Er trommelt mit seinen Füßen auf eurem Dielenboden rum und es hört sich an wie, es würden Steine auf dem Boden poltern. Er ist barfuß. Dazu außerdem noch so eine Art Klacken. Sie bringt die Taschen in die Küche. So, Jungchen, zieh die Stöckelschuhe aus, komm zu mir. Aber was ist bei dir? Tödliche Langeweile! Stöckelschuhe! Na und, du verdammte CSU-Wählerin! Stöckelschuhe, komm her! Er
zieht sich entlang des Türrahmens notdürftig in die Küche. Hey, ich meine, da war ein so ein komischer Splitter irgendwie im Boden, der ein bisschen nervig war, man barfuß, was man ja immer in der Wohnung macht, rumgelaufen ist. Den hat er auf jeden Fall jetzt mit rausgezogen. Cool. Okay, ich bin da. Schaffst du es auch noch, dich vom Boden zu erheben? Aber wieso? Hunger? Hunger, das ist irrelevant. Langeweile. Eis essen hilft immer gegen Langeweile. Du hast wohl noch keine Langeweile gehabt. Also, ich selten, wenn ich ehrlich bin. Du Glückliche. Das stimmt. Das Problem ist, du weißt auch gerade nicht, wonach dir ist, oder? Also. Es gibt nichts, wonach mir sein kann. Alles ist tödlich, dumm und profan. Der hat doch schon mal gesagt. Wie war denn das? Hat er sich jetzt schon mal über Einhörner ausgelassen? Ja, hat er gemacht, ja. Ne? Deswegen hast du doch eins gemalt. Ach nee, deswegen nicht. Sie geht jetzt in dieses Zwischenzimmer und holt dieses Bild von der Wand. Ja, währenddessen komme ich dann rein. Das hält ihm das vor die Nase. Okay. Also erstmal, für David ist es natürlich einfach die beste aller Situationen. Du kommst zur Tür rein, neben dir kommt Sophie aus dem Zwischenzimmer und teilt dem Typen, dem Vermieter, der am Boden liegt, erstmal das Bild in die Fräse. So, der wird aufspringen, ihr hört nochmal ein lautes Klacken, 5 Meter zurückspringen. Alter. Wow. Was zum Teufel ist hier denn los? Ihr seid ja bekloppt. Ihm ist nicht mehr langweilig. Fuck, Alter, mach das, nimm das weg. Sie bringt's zurück ins Zwischenzimmer. Das ist so schlimm, malt sie auch nicht. Er sinkt an eurer Bartür, also nicht Klotür, sondern Bartür langsam herab. Und da ihr jetzt breitbeinig dort sitzt, blockiert er eure beiden Zimmertüren. Herzlichen Glückwunsch. Dann hol ich's halt wieder raus. Ah, was können wir für dich tun? Ich sterbe, David. Immer noch? Soll ich das Bild wieder rausholen? Was bringt das? Du kannst mich kurz in Panik versetzen, aber gegen das... Das bringt Adrenalin in deinen Venen. Und wie lange hält das? 40 Sekunden? Ich kann dir auch hinterherlaufen mit dem Ding in der Hand. Also mich würde das amüsieren. Ja, ich höre nur, ihr habt Folgendes nicht verstanden. Angst provoziert 3 Dinge. Angriff, Flucht und Starre. Ich bin Mann, deswegen ist Angriff irgendwann wahrscheinlicher als Starre. Das heißt, ich zerfetze dir dein Bild. Ist das das, was du willst? Nein. Aha. Ihr könntet mir lieber helfen. Ja, wie denn? Langweilig ist, ich weiß. Ja, er wird jetzt immer wieder mit dem Hinterkopf gegen eure Bartür klatschen. Dabei hört man auch ein Klacken. Was ich schon lange mal wollte, ist ein Bierpong-Tisch. Sauf, Spiele, saufen, fressen, huren. Genau. Ja, 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 klar, aber... Aber, was ist daran so schlimm? Ich hab studienfreie Zeit. Ja, aber es ist doch alles so sinnlos. Geht mal eine Kaperfahrt auf der Saale machen. Ich finde, da gibt's ein paar Orte, die mal zurückerobert werden sollten. Keine Chance. Was machen denn 2 Kerle gegen die Übermacht des Grafen, hä? Welchen Grafen? Hä? Hä? Was? Ja, genau. Was? Genau. Was? Alles sinnlos. Leute, ich bin heute Bahn gefahren. Ich wollte nicht mehr Bahn fahren, aber ich hab's getan. Warum tust du das? Und warum? Und wohin?
Mein Fahrrad ist kaputt und ich war zu spät und ich hatte einen Termin und dann bin ich Bahn gefahren. Und in der Bahn wird mir immer bewusst, wie dumm alle sind und wie sinnlos das Leben ist. Pass auf. Da waren 3 Kerle, die waren vielleicht 13, 12, 14, irgendwas, bestes Mannesalter. Und da kommt da so ein schnittiges Mädchen rein, deren Alter. Und die glotzen auf ihre Handys. Genau von denen spricht die an. Der eine guckt sich Nacktbilder von irgendeiner Kirsche an, der könnte halt das Original haben. Und ich guck mich rum, empört, verstört. Aber keiner kann mir widersprechen oder zustimmen, weil er alle auf ihr Handy glotzt, weil die alle dumm sind. Dann hast du doch deine Aufgabe, einen Feldzug gegen die Handys. Aber lass bitte unsere Heilung. Ich hab's auch versucht. Du hast es versucht. Ich hab sogar mal Handys in diesem Haus hier bannt. Mit einem Hammer habe ich drauf geschlagen, aber nichts hat sie geholfen. Nichts. Du bist doch quasi versiert, was Arbeit angeht. Ich würde sagen, ich bin besser in dem versiert, was man Faulenzen nennt, aber ja, ja. Deswegen ist ja auch so langweilig, weil du immer faulenzt. Ach, komm. Wer nie nichts macht, hat auch nie Zeit, marisch nachzudenken. Also, gibt's hier eigentlich Bunker? Alte Bunker, unterirdische? Gibt's hier sowas? Bestimmt. Ich glaube, nicht so richtig. Warum gibt's keine? Hier gibt's bestimmt welche. Finde sie, zeig sie mir, ich brauche einen. Hier gibt es keine. Im Zweiten Weltkrieg, das, was es gab, waren nur die Keller ausgebaute. Die wurden mit der Zeit weggeruppt, weil viele Altbauten weggeruppt wurden, weil Neubauten billiger und fortschrittlich waren für die DDR. Atomschutzbunker gab's nicht, konnte sich keiner leisten. Gab's nur für die Elite. Denn wir waren alle gleich und manche waren noch gleicherer. Also nein, es gibt keine Bunker. Gibt's oberirdische? Nein. Oh. Das war keine Militärstadt, Mann. Fahr nach Dessau, vielleicht gibt's da welche. Nee, zu weit. Alte Fabrikgebäude, jetzt sag nicht die Brauerei, die kenne ich schon. Ich brauche irgendwelche, die ich noch nicht kenne. Ja, gibt's. Gut, wo? Such selbst. Machen wir ein Adventure! Ja, wir suchen jetzt eine Ruine für sie. Die sie braucht. Wofür eigentlich? Das ist mein Problem, nicht deins. Wahrscheinlich wieder so ein Spezialprojekt, wo sie irgendwelche Scheiße anmalt. Also ich meine, ein Kunstwerk macht. Ja. Ja, entlang der Saale gibt's Ruinen. Siehste, komm mal hier. Dann wupp, wupp. Zeig sie mir. Dann brauchen wir jetzt einen. Dann brauchen wir einen Rucksack, wo wir alle Sachen einpacken, die wir brauchen. Nahrung, Bier, mehr Bier. Dann wandern wir los. Wir laufen jetzt also 1,5 Stunden, also eine Stunde durch die Stadt, bis wir dort sind und sehen unterwegs all die Leute, die auf ihr Handy glotzen. Nö, wir können auch an der Saale entlang laufen. Ja, wir können nicht die ganze Zeit an der Saale entlang laufen. Wir müssen einen Teil durch die Stadt. Dann halten wir halt einen Teil von den Leuten ab, auf ihr Handy zu gucken. Ja. Indem wir sie mit Wasserbomben ins Gesicht schmeißen. Ich wollte gerade etwas von Wasserbomben erzählen. Ja. Ich bin in 10 Minuten da, bereit oder nicht? Denn ihr werdet an den Händen hier packt und rausgezerrt, ihr kleinen Nichtsnutzer. Dann springt er auf und rennt raus. Und schon hat der Vermieter keine Langeweile mehr. Wir sollten schnell die Sachen in den Kühlschrank räumen. Ich glaube, wir sind nämlich 10 Minuten hier weg. Ich glaube, der... Witzig, ich brauche meinen Skizzenblock. Heieieiei. Schnell die Sachen in den Kühlschrank geräumt. Rotes Handtuch raushängen. Endlich! Während du das rote Handtuch raushängst, ne?
Du siehst euren Nachbar, den Hannes, aus Haus zukommen, ebenfalls mit einer kleinen Einkaufstüte. Er winkt dir zu, sieht, dass du ein rotes Handtuch aushängst, kehrt um. Und zieht sein Handy, um jemanden anzurufen. Alles klar. Gut, ihr packt euren Scheiß aus, packt irgendeinen Kram zusammen. Und dann wird der Vermieter an eurer Tür treten. Kommst du rein, kannst du rausgucken. Ist aber nicht offen. Ist ja wohl offen. Ihr habt keine Klinke außen. Oh. Sophie macht die Tür auf. Zieh dir aber die Schuhe aus, ruft sie noch raus. Die Stöckelschuhe ruinieren das Parkett. Ich bin fast immer barfuß, so wie jetzt. Okay. Juti, ich habe einen Wanderrucksack. Und ich habe keine leider keine Wasserballons. Er trägt vor sich eine Palette Wasserballons. Das Munitionslager ist bestückt. Wow, das ging fix. Ich habe hier noch einen Wasserschlauch und noch mehr Luftballons in dieser Hosentasche da. Alles klar. Ja, ja. Ausgezeichnet. Dann würde ich sagen, auf die. Ich müsste nur noch kurz was testen. Er nimmt eine Wasserbombe und wirft sie auf euch. Ja, ne, das wird eiskalt getroffen, würde ich sagen. Sophie hat ihr Handy übrigens auf den Schreibtisch gelassen. Ach so. Okay, sie funktionieren genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Sie platzen. Wer hätte das gedacht? Sie hätten sich auch wehren können, das sehe ich absolut ein. Ja. Oder sie hätten müde an dir abprallen können und dann auf dem Boden zerschellen, das will doch keiner. Nee, auf dem Boden zerfließen, so wie du vorhin. Vorhin, das ist 5 Stunden her, wir haben jetzt Spaß! Genau, Abi, Losi, los jetzt. Moment. Ich glaube, das war ein Outgame-Moment, also, er wird schon mal mit dir vorgehen. Jo. Wir laufen dann los. Trägt er die Scheiße oder hat er einen Bollerwagen? Ich glaube nicht, dass er so intensiv darüber nachgedacht hat. Also wird er wohl erstmal die Palette tragen. Dann schaue ich ihn irgendwann an, so, sag mal, hast du einen Bollerwagen? Das wird irgendwann schwer. Ach, das geht schon. Wir müssen genug Bälle für die Innenstadt aufbehalten, weil da sind die meisten Ziele, die wir treffen müssen. Aber ich habe, wie gesagt, diesen Wasserschlauch und noch mehr in beiden Hosentaschen. Ich habe gelogen, es waren wirklich beide. Ah, oh, okay. Du wirfst, ich laufe. Wir haben jetzt Spaß. Okay, läuft. Attacke. Ja, hier sind noch nicht Leute. Aber das kriegen wir hin. Nicht so viel. Wenn jemanden siehst, ruf damit. Wir können nicht sparen. Wir müssen raus mit dem Zeug, raus. Okay. Bevor es zu schwer wird, sagst du? Ja, denkst du, die Alliierten haben nachgedacht, bevor sie gebombt haben? Die hatten Bomben drauf. Point. Keine Ahnung, ob die so waren. Aber ist mir egal. Das ist jetzt einfach so. Ja, wir gehen halt ein Stück und den Erstbesten, den ich mit dem Handy in der Hand sehe, der kriegt auf jeden Fall eine Wasserbombe ab. Ich sag mal, die Leute werden das in unterschiedlichem Maße humorvoll oder auch nicht nehmen. Das war mir schon klar. Ja. Aber was kann ich dafür, dass der Typ einen Anzug trägt? Sein Problem. Ach so, bei dem. Oh, guck mal, hast du vielleicht noch eine extra große. Ja, wenn er sich beschwert, kriegt er halt noch einen zweiten, ne? Ah, sehr gut. Jetzt eh, du verstehst, wie das funktioniert. Ich glaube, dann müssen wir anfangen zu rennen. Ja, ich denke, es kommt schon mal vor, dass ihr ab und zu etwas schneller die Wiege macht, aber das macht's ja umso witziger. Natürlich werdet ihr bei kurzen Rennaktionen immer ein paar Wasserbomben von dem Teil verlieren, aber es ist halt Krieg, da hat man immer Schwund. Eben. Und früher oder später kommt ihr dann an der Saale lang ein Stück weit, wo halt einfach nicht so viele Leute sind. Weil, naja, ist halt nur ein Pfad. Ihr werdet eine ganze Weile unterwegs sein. Und wir checken erstmal ab, was mit Flummi ist, würde ich sagen. Sisi. Schon kommen, dass sie gleich sagt,
ich müsste noch mal kurz auf Arbeit. So, jetzt bin ich für euch da. So, du Hure. Also wirst du dich beteiligen? Sag mal, wieso stellst du mir so eine Frage? Er hat kein Vertrauen in dich. Weil es viel untypischer für eine einigermaßen zurückhaltende Frau ist, als für einen Mann Leute zu bewerfen. Das ist ein aggressiver Akt. Und ich nicht voraussetze, dass du einen aggressiven Akt tätigst. Meine rebellische Ader zwingt mich dazu. Sehr gut. Die erste Wasserbombe, die du in die Hand nimmst, wird von... fliegt auf einen Geschäftsmann. Den hat David schon abgeschmissen. Du willst das in dem Moment auch machen. Allerdings wird deine erste Wasserbombe von Van Eyck Fisher leider zerpickt und wird dich bespritzen. Und ihn, woraufhin er empört wegflattert. You fucking bastard! Daraufhin trifft Deli, also David, zweimal und ihr rennt. Oh ja, der ist mir ziemlich fest. Wie bereits gesagt, ein oder andere schmiss dann an der Saale. Auf dem Faden sind nicht ganz so viele Leute. Ab einem gewissen Punkt... Aber auch nur die, die auf ihr Handy gucken, ne? Ja, natürlich. Wird Roland dann stehen bleiben. Stopp! Jawohl! Was denn? So, da vorne. Ihr seht da vorne, wo der sei leicht abgeknickte Baum steht, ne? Ja. Da hinlaufen und stehen bleiben. Wieso? Da hinlaufen, Abteilung Marsch. Du bist nicht mein Kommandant. Halt die Schnauze. Ich salutiere vor ihm. Fresse und geh los. Meuterei. Wieso Meuterei? Du bist hier. Ihn mit einer Wasserbombe. Sehr gut. Ich werf zurück. Ich glaube, sie meinte Roland. Ja, sie meinte Roland. Achso. Egal. Sie kriegt auch einen zurück. Sie hat den Krieg angefangen. Sehr gut. So, von hier seht ihr das andere Ufer. Ja. Da drüben kampieren Nazis. Also jetzt nicht, aber häufiger mal. Wasserbomben, Marsch. Aber auch erst, wenn die Nazis da sind. Da drüben kampiert im Augenblick die Obrigkeit. Die seht ihr noch nicht. Marsch! Ich werfe eine Wasserbombe. Hä? Noch vier. Sie schmeißt noch eine, aber sie kommt, glaube ich, nicht so weit. Klar kommst du. Doch, du kommst so weit. Okay. Ich brauche neue Zielkoordinaten. Doch, weiterhin. Da noch drei. Und wo da? Ja, da war richtig. Ja, ich versuche da nochmal hinzuhören. Nimm das, Herr von Uhl. Laufen. Hä? Ich schmeiß selbst auch noch eine hier, du feige Sau. Er trägt mit beiden Händen das euren Vorrat, ne? Sophie nimmt... Nein, die kann sie ihm nicht abnehmen, ist zu schwer. Nein. Aber wir haben doch schon einige geschmissen, der müsste doch mittlerweile leerer sein. Es ist eine ganze Palette. Okay. Und ihr habt schon einige geschmissen, ja, aber ich hoffe doch, dass ihr aus seinem Wassersack, den er mitgenommen hat, und aus seinen Hosentaschen immer ein bisschen den Vorrat auffüllt, nebenbei. Ja gut, wir laufen. Puh, shit, war knapp. Dreckigen Bastarde. So. Ist klar, ich hau ihm einfach auf die Schulter. So, ist klar. Das ist ein schöner Tag. Das ist mir langweilig, jetzt komme ich wieder zu euch. Klar. Ja. Sophie denkt sich gerade, Memo an mich, das nächste Mal, wenn ein rotes Handtuch draus denkt, das Einhornbild an die Tür hängen. An die Wohnungstür. Hat Sophie etwa keinen Spaß? Doch, sie hat eine Menge Spaß. Dann weiß ich nicht, was es jetzt soll. Also, ihr geht weiter. Aber vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal nicht. Das stimmt. Ihr kommt irgendwann, ihr seid jetzt schon echt lange unterwegs, aber David hatte ja gesagt, nehmt sie auch ein paar Bierchen und so mit. Na sicher. Ich habe extra einen Rucksack gepackt dafür. Meldet ihr dann an leerstehenden und mehr oder weniger runtergekommenen Fabrikgebäuden ankommen. Yes! David, das ist jetzt bestimmt nur weniger als ein Kilometer Luftlinie von
von dem Ort, wo du des Wanns des Vater begegnet bist, aber die Gegend hier ist noch eine ganz, ganz andere. Das ist gut, ich fühle mich unwohl. Wir sind da, da hast du deine Fabrikgebäude. Besten Dank. Sophie guckt sich kurz um, zwängt sich dann zwischen dem Bauzaun hindurch und läuft in das abbruchreife Gebäude rein. Jo, sollen wir die Türen sind mit Stahl zugedingst. Sie sucht sich eine Stelle, wo man eventuell hineinkommen könnte. Ja, ein Fenster in lediglich 3 Metern Höhe. Gibt es eine Möglichkeit, da hinaufzuklettern? Irgendwo an einem Baum, an einem Zaun, an einem... Gibt's hier irgendwas, was ich... Du hast 2 Leute, die dir eventuell eine Räuberleiter geben können. Ja, das stimmt, aber die müssen ja auch erstmal reinkommen. Sophie weiß ja nicht, welche Absichten die verfolgen. Ja, bisher ist zumindest Roland draußen stehen geblieben. Ich drehe mich halt um, wenn ich durchgekommen durch den Zaun bin. Na, sei keine Nase, komm mit. Adventure Time. Ja, okay. Oh, so. Da haben wir eine Palette, dann haben wir 2 große Menschen, dann können wir sie durchklettern lassen. Dann kann sie oben durchs Fenster gucken. Mhm. Okay. Auf wessen Schultern willst du denn eigentlich? Naja, Roland ist größer als ich. Das heißt, Roland hält halt die Palette nach oben an die Wand. Der kann sie auch einfach mal abstellen und ihr so hochhelfen. Ja, also jetzt kann er sie ja abstellen. Ja, er wird dir, keine Ahnung, vermutlich wirst du dich auf seine Schultern stellen oder so ein Shit. Räuberleiter von David auf seine Schultern. Und dann würdest du mit ein bisschen Mühe da hochkraxeln können. Du hängst schon am Fensterbrett. Allerdings stellst du dich etwas ungeschickt an dabei. Du wirst abrutschen und wird auch zu Boden plumpsen. Au. Moment, die stehen ja noch direkt runter. Das heißt, du würdest ja mehr oder weniger weich fallen. Die stehen dir dann auch beide bereit, um dich einigermaßen abzufangen. Dein linker Arm schlägt dabei auf den Kopf von Roland, was prinzipiell nicht das Ding sein sollte. Allerdings so 5 cm über seinem Kopf bereits triffst du auf etwas Hartes, Schmales, etwas Spitzes. Au, what the fuck? Ja, du sollst nicht runterfallen. Au. Geht's? Was hast denn du für eine Stahlplatte im Schädel? Alte Kriegsverletzung, meine! Du weißt schon! Welchen der Granatsplitter haben sie mir da ordentliches Ding reingemandert? Ja, ganz bestimmt. Du siehst aus wie so ein Veteran. Ich weiß überhaupt nicht, was das jetzt soll. Echt? Wer hat denn damals einen Frieden gedingst? Also in meinem Dorf. Die Peace kam auch nur durch mich. Das kann ich mir vorstellen. Ich hab aufgespielt zum Tanze und die Bolschewiken und die Nazis, die haben sie Arm in Arm geschunkelt und haben gemeinsam Liedchen gesungen. Das kann ich mir vorstellen. Und du hast sie währenddessen mit Bomben beschmissen. Ich hab ja aufgespielt zum Tanze. Es wäre ja ziemlich uncool, wenn man ein Lied und Krieg, das geht nicht. Alles klar. Außerdem lenkst du jetzt nur davon ab, dass du ein bisschen zu dumm warst gerade. Ja, vielleicht, das stimmt, egal. Aua, so, nochmal. Bist du sicher, dass wir gucken vielleicht nochmal, ob es einen anderen Eingang gibt? Ja. Hm. Sophie streucht ums Haus rum. Also alles in Bodennähe wird auf jeden Fall abgedichtet sein. Es gibt nur den einen, ich möchte da rein, ich brauche eure Hilfe. Okay, lass uns das mal kurz durchdenken. Ja. Ja. Das wisst ihr noch nicht. Wenn ich sage, lass uns das mal kurz durchdenken, heißt das, dass ihr denkt und ich sage zwischendurch ja und mache eine Denkerpose, okay? Ja.
Ja, dann ist ich doch kein Problem. Ich muss es eigentlich nur auf deine Schultern schaffen. Das hat ja aber jetzt nicht so gut geklappt. Du standst auf meinen Schultern, du hingst schon am Fenster und dann bist du runtergefallen. Das stimmt aber auch nur, weil ich nicht wusste, dass man vielleicht diesen etwas morschen Rahmen nicht greifen sollte, sondern sich vielleicht besser am Stein festhält, der nicht so leicht rausbricht. Bist du sicher, dass du nochmal da hoch willst und mir nochmal auf die, nochmal ich dich auf die Hörner nehmen soll, ja? Ja. Los, Böckchen, hilf mir hoch. Böckchen. Das hat mich ja schon lange keiner mehr genannt. Keine Ahnung, irgendwie sehe ich das gerade nicht so richtig kommen, warte. Hast du eine bessere Idee? Ja, wir probieren jetzt einfach was, es wird schon funktionieren. Er bietet Sophie eine Räuberleiter an. Dann nimmt sie jetzt die. Dann würde er dich nach oben katapultieren. Dann versucht sie sich festzuhalten, also da oben zu dingsen und da reinzukommen. Er katapultiert dich mit einer Räuberleiter 3 Meter in die Luft, sodass du mit halbem Oberkörper schon quasi bis zur Taille im Fenster hängst. Es ist dann kein Problem mehr reinzuplumpsen. Cool. Nicht schlecht. Boah, die Alte ist schwer, aber das sag mal lieber nicht so laut. Es ist auch nicht so, als hätte es so große Probleme hochzuschmeißen. Oh, meiner, da haben wir einiges gekostet. Trink lieber ein Bier, es hilft. Ach, Gott sei Dank, da ist ein Bierchen. Feinstes Sterni, Beste. Sehr klar Ziel übrigens da oben. Ist gerade im Angebot. Ich hab das gehört. Ja, wir haben aber keinen Sterni mehr für dich. Was wolltest du gerade sagen, David? Entschuldigung. Ist gerade im Angebot. 56er Kasten. Sau gut. Sie hat keine Wasserbombe mit da oben, ne? Sonst würde sie jetzt eine runterschmeißen, aber nein. Was Steine da oben. 56er Kasten. Also, willst du eigentlich auch rein? Nö, wieso? Also, sie macht ja bestimmt jetzt gleich irgendwo die Tür auf von innen. Aber die ist doch mit Stahl. Also, das ist ja keine richtige Tür. Das ist ja Stahl. Naja, schade. Dann kommt sie halt dann nie wieder raus. Ja, die kann ja runterspringen, das war nicht das Problem. Ich frag ja nur, hätte ja sein können, wir wollen da jetzt mit rein. Wir können auch hier kampieren. Ja, keine Ahnung, also ich meine, wenn die da jetzt auf der anderen Seite runterfällt, dann ziemlich am Arsch. Also ist sie ziemlich am Arsch, oder? Wieso auf der anderen Seite? Ja, wenn es da, also wenn es eine Halle ist, das ist ja eine Industrieanlage, dann. Das muss man ja gesehen haben, die hing ja da am Fenster. Sophie, lebst du noch? Ja. Easy. Mach uns mal eine Tür auf. Jo, warte, ist dunkel. Warum haben wir denn kein Handy mitgenommen mit einer Taschenlampe? Weil wir Handys hassen. Ah ja, Entschuldigung. Das wäre ja auch so einfach gewesen. Das stimmt. Aber such mal nach einer Tür, es gibt immer eine Tür. Ja. Alice hat es mich gelehrt. Im Zweifel kriege ich sie schon irgendwie dazu aufzugehen. Alice ist eine dumme, lügende Hure. Und voll auf Drogen. Zusätzlich, ja, ja. Schön. Sophie versucht genug irgendwie zu einer Tür durchzudingsen mit dem Licht, das vielleicht noch durch irgendwelche Ritzen fällt. Also ich meine, du weißt, wie es in alten Totenfabrikgebäuden aussieht. Ja. Drinnen ist ja alles safe. Da sind ja auch meistens keine Türen mehr drin. Aber eine Tür nach außen wirst du nicht finden. Sie steht irgendwann vielleicht unten an dieser Metalltür und klopft dagegen. Das ist keine direkte Tür. Habt ihr noch nie gesehen, wie so ein Fabrik oder ein altes Gebäude gesichert wird? Die gießen da Metall ein. Ja, sie klopft da auf jeden Fall gegen. Mit einem Stein oder so. Oder nieten das fest, meinte ich. Du kannst dagegen klopfen, ja. Nee, ich will nur, dass sie das von außen hören. Ich klopf zurück. Das ist dicht, das geht nicht auf. Dann such nach dem Schlüssel. Ja, aber hier liegt doch überall Schutt rum. Such nach dem Schlüssel, das ist eine Tür unter ihr, bitte. Dreckiger, kleiner, verdammter Schlüssel, komm jetzt sofort her. Wenn du den beleidigst, kommt der bestimmt nicht. Lieber kleiner Schlüssel, komm her.
Schlüssel. Gucci, 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 Gucci. Ich habe ein schönes Schloss für dich. Klingt das jetzt mit meinen Ohren irgendwie seltsam? Ja, wieso? Was? Schlüssel. Ich habe ein Schloss für dich. Ernsthaft. Naja, was will denn so ein Schlüssel sonst? Der will ja nicht alleine sein, der will reinstecken. We're gonna open the door. Sophie, du hast ein Rascheln im Schott. Geil, ran! Die geht näher, es ist wahrscheinlich Ratten, aber... Vermutlich. Ich meine, es hört dann irgendwann auf, aber du siehst dann da ein... Schlüssel. Genau. Geilon! Er ist alt, rostig und ungefähr Handteller groß. A big one. Nice. Mhm. Sie nimmt diesen Schlüssel auf. Tüdelüdü, du hast einen Schlüssel gehalten. Gute Freunde werden. Hoffe ich zumindest. Du siehst so aus, als würden wir gute Freunde werden. Er scheint zu vibrieren. Vielleicht ist er innen hohl oder so. So, jetzt müssen wir noch das Schloss finden, wo du reinpasst, hm? Du hast sie voll angelogen. Du hast gesagt, du hättest ein Schloss. Ich hab eins, aber ich weiß ja nicht, ob er da reinpasst. Wir versuchen's mal mit dieser Tür. Meinst du, du kannst diese Türe öffnen? Bestimmt. Mit welche Tür? Die vernietete Tür da. Ja, die hat kein Schloss, das ist eine vernietete Tür. Meinst du, du kannst die Tür trotzdem aufmachen? Also es ist keine Tür, aber es ist bestimmt was, was man zu einer Tür machen kann. Siehst du da eine Chance? Er antwortet nicht. Du bist so schweigsam. Ich mag das bei Schlüsseln. Alles klar. Du würdest dich gut mit meinem Wohnungsschlüssel verstehen, glaube ich. Wie lange dauert denn das noch? Du sollst dich nicht mit dem verheiraten. Ich pack das nächste Bier aus. Verstanden. Jetzt hast du alles kaputt gemacht. Außer mal hat dieses Ding hier kein Schloss. Das soll hier ein kurzes Rein-Raus-Spiel werden und keine irgendwie lebenslange Kiste. Das ist ein Schlüssel, das ist eine Tür, also macht er die auf. Ja, da ist er aber anderer Ansicht. Du lügst doch schon wieder. Was meinst du, kriegst du die Tür auf? Er antwortet nicht. Sie geht mit dem Schlüssel zu der Stelle, wo jetzt eigentlich ein Schloss sein müsste. Sie tut den Schlüssel, sie macht das jetzt so, wie als würde man ein Schloss öffnen. Einfach so, um zu zeigen, dass da kein Schloss ist. Ja, die Tür geht auf, sag ich doch. Also nur eine Hälfte. What the fuck? Du bist Wunderschlüssel. Mit welchem Schlüssel redest du? Da ist kein Schlüssel. Wurde aber auch Zeit, er drängelt sich an dir vorbei. Er hat mich verlassen. Wer? Der Schlüssel. Welcher Schlüssel? Ja, der Schlüssel. Mach mal zu, nicht, dass da jetzt von jemand draußen gucken kann. Wenn du die Tür anguckst, da ist kein Schloss. Sie macht die Tür zu. Ich guck dir an, da ist nicht mal ein Schloss. Der ist durchgebrannt mit dem Schloss, hast du sowas schon mal erlebt? Dreckiger Bastard. Yeah. Einfach aufgedrückt, hast du gesagt. So ein Arsch. Roland macht schon mal einen Schuttengel. So ein Arsch. Ich bin empört. Du warst halt nicht die Richtige. Au, du warst nicht die Richtige. Das Schloss war die Richtige. Das Richtige. Das weiß ich, aber das hätte er auch netter formulieren können. Netter formulieren, ist ja was für Weicheier. Man muss doch einfach mal sagen können, du, das wird mir schon passen halt nicht. Wenn er mir das wenigstens gesagt hätte. Was erwartest du denn? Es ist ein Schlüssel und ein Schloss. Guck mal, bei Leuten ist es immer ein bisschen komplizierter, sehe ich ein. Aber ein Schlüssel ist ziemlich genau für eine Sache konzipiert, nämlich eine Tür aufzumachen. Und wenn er das gemacht hat, dann verpisst er sich mit dem Schloss. Oder dann sind die beiden ja füreinander bestimmt. Und du, bist du die Tür, die er aufgemacht hat? Nee, dann bist du auch nicht für den da. Tja.
Immer dieses Anwenden irgendwelcher menschlicher Standards auf irgendwelche anderen Sachen, ist doch zum Kotzen. Ah, ist das ein schöner Engel? Nee, ich muss noch mal ran. Du musst dringend noch mal ran. Ja, er legt sich noch mal hin und macht dann noch weiter. Sophie geht auf Erkundungstour. Ich komme mit Sophie. Ja, es ist, man weiß ja nie genau, was es für Gebäude sind. Ihr seht aber keinen großen Kanister oder sonst irgendwas. Es gibt eine große Halle, ja, natürlich mit Brüstung und ansonsten so ein paar alte, eingefallene, kleine Räume. Ruf auf die Brüstung. Kann man runtergucken, ja. Ja, sie setzt sich auf die Brüstung, lässt die Beine baumeln und schaut sich an, was die Halle so zu bieten hat. Dreck, Müll, Schutt, Dachschindeln und mehr. Cool. Und Schrottgnome. Klar. Zumindest auf der Skizze, die Sophie jetzt anfertigt, gibt es Schrottgnome. Wie sehen die denn aus? Die sehen aus wie so, entweder es gibt sie in verschiedenen Varianten. Es gibt Schuttgnome und es gibt Schrottgnome. Die Schrottgnome bestehen aus alten, kaputten Gerätschaften, die sich irgendwie, die anfangen, andere kaputte Gerätschaften irgendwie anzuordnen. Und es gibt Schuttgnome, das sind die irgendwie so halb humanoide, weil irgendwie ist das gerade, ne, nicht so richtig humanoid, aber schon so ein bisschen, sich da irgendwie hier rumwuseln. Die bestehen halt aus Schuttteilen und aus Steinen und Putz und allem Möglichen. Das ist ein kompliziertes soziales Gefüge, die Schuttgnome und die Schrottgnome. David, was machst du so währenddessen? Ich habe ihm ein bisschen über die Schulter geguckt und bin dann halt rumgelaufen. Und habe halt Dinge geguckt, mal gucken, ob es irgendwie noch Stuff hier gibt, wo der interessant sein könnte. Das ist die Frage, ob Cave interessant Explorer sein könnte. Ja, Cave, ne, so ein Cave Explorer, also quasi irgendwie versucht in den Keller zu kommen, wenn es Keller gibt. Und das, so weiter und so fort. Das wird das auf jeden Fall. Im Keller sieht's nicht viel anders aus. Du hast dort natürlich auch ein paar mehr Ratten. Er ist auch ziemlich feucht. Die Luft ist extrem modrig. Nicht so geil. Es ist, also für die meisten, glaube ich, ist es schon spannend, durch so ein abgefucktes Gebäude mal durchzulatschen. Eben. Aber du findest nichts mega Außergewöhnliches. Gut, das ist ja nur schlimm. Aber es geht halt ums Adventure. Ja, das ist ja in Ordnung. Wenn du irgendwann zurückkommst, wird dir auch Roland entgegenkommen mit einer dicken Beule im Gesicht. Was hast du denn? Dumme Kuh, Alter. Er geht an dir vorbei. Ey, Sophie! Ha? Musstest du unbedingt Schuttgnome finden? Weißt du, was das für eine komplizierte Gesellschaftsordnung ist? Ja, jetzt schon! Was sind denn Schuttgnome? Ist Schneeengel machen im Schutt führt zu direkter Verprügelung in ihrer komplexen sozialen Struktur. Was denkst du denn, wenn du deren Haus kaputt machst? Und ihre Felder zerstörst? Ihr habt unsere Felder verwüstet, unsere Äcker gerodet, unsere Häuser zum Einsturz gebracht und das Bruttosozialprodukt um 15% gesenkt. Bäm. Ja, danke, Alter. Immer vorwarnen können. Alter. Kennt ihr die Folge, wo von Vicky ist das, glaube ich, oder so? Oder die Legende von dieser Riesentypen, der dann ein kleiner Mensch ist? Wovon sprichst du? Ah, es gibt was. Ich google das. Du hast da drin keinen Empfang. Nein, ich meine. Achso, du googelst das. Du meinst, Gullivers Reisen. Ja, genau, da ist ja dieser Riese bei den kleinen Menschen, beziehungsweise halt, Gulliver ist halt der Riese, glaube ich, ne? Da,
ja, und die binden den ja am Anfang fest, wo er strandet oder so, ne? Ja, ich kann mich dunkel erinnern. Ja, genau. Ist doch gut. Auf jeden Fall haben die Jan schönen Zacken auf der Rechten. Das hätte ich dir auch so sagen können. Ja, dann mach das doch das nächste Mal auch und warn mich vor. Er war perfekt. Ich habe ewig dran gearbeitet. Er war richtig schön und dann batz. Sei froh, dass du dich nicht mit den Schrottgnomen angelegt hast. Was sind denn die Schrottgnome? Das sind gerade komplizierte Verhandlungen, die da geführt werden. Wovon redet die überhaupt? Von den diplomatischen Beziehungen zwischen den Schuttgnomen und den Schrottgnomen. Also ich bin ja definitiv pro Schrottgnomen, aber Das habe ich mir gedacht, dass du pro Schrottgnomen bist. Du bist so einfach, also nicht, nein, du bist so, weißt du? Nee. Roland stupst David jetzt ein bisschen Rücken, sodass er einen Schritt nach vorne geht und eine Dachschindel fällt hinter ihm auf den Boden. David, du bist umgeben von mehr Schutt als Schrott und du sagst, du bist pro Schrott genommen. Wie dumm kann man denn sein? Hallo, Schrott ist halt aus Metall, super geil, kann man wirklich geformt und nee, also eine Ich sehe das wohl nicht, warum ich da gegen sein sollte. Eine Staubwolke aus einem nahen Schutthaufen weht dir ins Gesicht. Gegen den Rassismus. Wird es von oben von der Brüstung. Genau, freier Schrott für alle. Er lernt's nicht. Warte mal, und du sagst gegen Rassismus, aber nur gegen Rassismus von Schuttgnomen und nicht von Schrottgnomen oder was? Aber er hat ja bisher nichts gegen Schrottgnome gesagt, sondern nur gegen Schuttgnome. Nein, ich habe immer nur Schuttgnome, er hat nur Schuttgnome gesagt. Genau. Ach so. Ja, aber damit würde er ja trotzdem sagen, dass er anti-Schuttgnome ist. Ach so, das habe ich nie gesagt. Ich bin pro Homo-Ehe, dann bin ich gegen die normale Ehe oder was? Was ist das für eine Argumentation? In dem Eben. Fall. Mann! Hör auf, recht zu haben, du Arsch! Ich kann nicht! Ich hasse dich! Ich kann nicht! Kannst du bitte jetzt dieses komplizierte soziale Verhältnis ein bisschen auflösen? Führ mal den Frieden herbei, sonst wird das ja ewig nischt. Ja. Warte. Ebenentrennung. Ebenentrennung. Weißt du, gerade erzählst du noch was von hey, kein Rassismus und so und schon führt sie ja gleich die Dings ein hier, der Apartheid. Ja, das sieht man keine, ja auch. Die führt keine Apartheid ein, aber wenn jeder von ihnen das Gebiet für sich beansprucht, dann muss man die Gebiete eben trennen. Wie wär's mit Zusammenwohnen und Leben? Nee, die will ja so eine Palästina-Situation wieder schaffen, glaube ich. Ach, schlimm. Das heißt, ich will die schaffen. Das hat doch mit mir überhaupt nichts zu tun. Sag mal, hörst du eigentlich alles, was man flüstert? Ja, hier halt es unheimlich. Ist dir das eigentlich mal aufgefallen? Wahrscheinlich hat sie ganz viele... Außerdem habe ich Informanten bei den Schuttgnomen und bei den Schrottgnomen. Ja, scheiße. So, Leute, kommt. Reißt euch mal zusammen hier. Erst wenn die Schrottgnome den... Steingnomen gleichberechtigt. Die sind doch beide gleichberechtigt. Ja, offensichtlich nicht. Aber wenn die Schrottgnome Schutz zur Seite räumen müssen, um ihre Häuser zu bauen, gefällt das natürlich den Schuttgnomen nicht. Das heißt, die Häuserkonstruktion, die ja nun doch etwas anders verläuft, das ist nicht ganz so einfach. Aber das müssen die jetzt unter sich auskaspern. Ich hielt ja schon immer massenweise Anhäufung und Monopol auf Schutthaufen für ein Riesenproblem in der Gesellschaft. Aber okay, wenn wir es wieder mit dem Kapitalismus versuchen wollen, ach, die Leute lernen einfach nie dazu. Egal, was es für Leute sind. Menschen, Gnome, Schuttleute, ist immer das Gleiche. Es kann doch kein Problem darstellen, wenn der Herr Obermacker da einen Riesenhaufen Schutt hat nur für sich alleine. Was soll denn da passieren? Hä, wovon redest du? Ist auch egal.
Ich sag, wir teilen Schutt und Schrott gleichermaßen auf. Nee, das müssen wir nicht. Doch, warte, dann hat jeder, nein, dann hat jeder gleich viel Schrott und gleich viel Schutt. Warte, nein. Wir erschaffen die Schrottgnome. Was? Kannst du nicht einfach irgendeine Mischlingsrasse erschaffen? Das muss, also, ich wollte gerade sagen, da dir nicht eingefallen ist, wie zwei verschiedene Arten in Frieden leben, willst du jetzt einfach eine Zwangsvermischung, ja? Ich will überhaupt nichts. Ich nehme nur die gegebenen Tatsachen auf. Ja, und wer soll dann, nee, das funktioniert nicht. Nee, das sehe ich so nicht. Hast du noch nie gesehen, die ganzen Stahlträger, die mit den Betonklötzen dran irgendwo rausbrechen und so weiter? Das ist eine Symbiose aus Schutt und Schrott. Das ist Schrott. Ja gut, ich meine, man könnte ja eine neutrale Zone schaffen, wo sich Schrott und Schutt anfreunden können und gucken können, wie das Zusammenleben funktioniert, von Waffen befreit, quasi eine Art Kommune, und wenn das gut funktioniert, dann kann man das in dem ganzen Ding hier ausweiten. Das wäre ja, quasi erstmal ein Experiment, ja. Das möchte ich ja, aber okay. Deswegen er nimmt einen Haufen Schutt, packt den mitten auf den Boden und nimmt einen Haufen Schrott und legt den dazu. Ja, aber den Rest müssen die jetzt echt alleine auskaspern. Sowas kann man da nicht immer vorgeben, das funktioniert nicht. Die brauchen aber jemanden Neutralen, der hier ab und zu mal kommt. Das heißt, in einem Monat kommst du wieder und guckst dir an, wie das ausgegangen ist. Naja. Und wahrscheinlich liegt die ganze Sache dann brach hier, weil... alle tot. Eben. Irgendjemand hat die Atombombe erfunden. Scheiße. Na dann. Ich mach mir noch ein neues Sterni auf und schmeiß halt den Kronkorken zu dem Schrott auf die Kommune quasi. Ist ja, ne, das ist ja auch Blech, also ist das Schrott, also gehört das zur Schrott, Schrottkommune. Das stimmt. Ja. Er hat ihnen ein Banner gegeben. Mhm. Wunderschön. Ein weißer Stern auf rotem Grund. Gut. Irgendwann kommt Sophie dort runter. So, ich hab Hunger. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt einen Döner. Das klingt gut. Total vernünftig. Wir sind schmutzig, eingestaubt und ekelhaft. Perfektes Döner-Dings. Perfektes Dönerwetter. Ja. So nämlich. Ihr werdet losgehen, einen Döner verputzen, noch ein paar Wasserbomben loswerden, dann zu Hause einkehren, eurer Dinge nachgehen. Dips auf die Dusche. Duschen. Euren Tätigkeiten nachgehen. Und dann wird er irgendwann einpennen. Sehr schön. Sophie. Spielleiter. Ach nein, Entschuldigung. Sophie und David. Mhm. Ihr beide steht von einem seltsamen regenbogenfarbenen plus Gold plus Silber. Nimm Licht umfasst nebeneinander. Ihr steht vor einem riesigen, den ganzen Horizont erfüllenden Schlachtfeld. Die Schrott- und die Schuttgnome liefern sich ein vermutlich schon jahrtausendelanges Battle, wie man es im Deutschen nennt. Sie prügeln mit abgebrochenen Rohren, mit großen Steinen, mit Staubkanonen aufeinander ein. Die Verluste sind zahlreich. Inmitten dieses Battles, auf einem Berg von Leichen quasi, also von Schrott- und Schuttleichen, sitzt ein Mensch mit einer dicken Hornbrille, einem etwas sehr, sehr schütterem Haar, das er natürlich geschickt seitlich drüber gekämmt hat, in einem Anzug,
und guckt auf den leicht wankenden Leichenberg unter sich, hält sich daran fest und scheint doch von der Situation wenig angetan, denn wenn er runterfallen sollte, sieht es nicht so aus, als würden die beiden Parteien groß unterscheiden. Sie unterscheiden nicht mal zwingend zwischen Schutt und Schrott, es ist einfach nur noch ein Gemetzel. Oha, da hast du ja was angerichtet. Was heißt hier, das habe ich angerichtet? Ich habe überhaupt nichts angerichtet. Du wolltest die Trennung der beiden Staaten. Um das zu verhindern. Was meinst du, was da abgegangen ist, bevor ich die eingeführt habe? Aber wenn du die nicht getrennt hättest, hätten die sich kennenlernen können, hätten die miteinander geredet und da merkt man, wenn man sich mit den Leuten... Du übelst zerfleischt die ganze Zeit. Das sah schon die ganze Zeit so aus. Nee, also ich meine, also das habe ich so nicht gesehen. Da war noch Hoffnung. Hoffnung. Und du kommst hier, das ist halt, ja nee, also so sieht doch hoffentlich hoffnungslos aus. Der Sternbanner hängt hier nirgendwo, ist alles kacke. Doch, das Sternbanner ist auf jeder Rüstung, auf jedem Schild und überall. Auf allen? Ja, also auf dem ganzen Schrott zumindest. Ausgezeichnet. Sophie, an deinem Hosenbein zupft ein Schuttgnom. Sophie guckt runter. Große Diplomatin, Erklärerin des Kriegs, Prophezeierin allen Übels, die Schrott... Scheiße, Entschuldigung. Die Schutti-Katze-Kanone ist geladen. Dürfen wir feuern? Nein. Sie wurde euch zu Ehren nur mit Kindern gepackt. Die können noch nicht kämpfen, aber sie finden ihre Verwendung jetzt im Krieg. Nicht feuern! Schmackhaft. Warum kämpft ihr eigentlich? Die neutrale Zone ist gescheitert. Tja! Wir wissen nicht mehr, welch... Noch, nein, Entschuldigung. Wir wissen... eindeutig, dass ein Schrottgnom einen Deine-Mutter-Witz gemacht hat. Krieg! Seine genauen Worte waren: Lass meine Mutter aus dem Spiel und ich lass deine aus dem Keller. Dabei haben wir nicht mal Mütter! Feuern! Jawohl. Er gibt ein Zeichen. Eine gigantische Kanone mit Kinderschutt genommen wird abgefeuert vom hinteren Teil des Schlachtfeldes, also von der rechten Seite. Viele kleine Schuttkinder fliegen in die Reihen, verwüsten den Schrott, treiben ihn auseinander, Staubwolken, die natürlich auch den Schrotter blinden lassen und die Schneise, die das hinter sich herzieht, wird dann noch die ganzen anderen Gnome dazu bringen, sich hineinzuwerfen ins Gemetzel. Ich brülle einfach aufhören! Deli, an deinem Hosenbein zupft ein Schrottgnom. Ja. Großer Anführer des Schrotts! Sie haben die Schutti-Katze-Kanone abgefeuert! Was tun wir? Wahre Größe und wahre Stärke kann nur der Schutt beweisen. Der Schrott beweisen. Und das werden wir auch tun. Zieht eure Truppen, wir ziehen unsere Truppen zurück. Und beweisen richtige Größe. Wir kapitulieren und sterben? Niemals kapitulieren wir. Ich verstehe den Plan nicht. Deswegen bin ich auch dafür. Wir ziehen... was? Wir machen einen taktischen Rückzug. Ja, und dann flankieren wir sie mit den brennenden Stäben der Hölle. Das ist Plan B. Bereite das soweit vor. Brennende Stäbe der Hölle und taktischer Rückzug. Aber sorgt dafür, dass sie nichts davon merken. Der Schrott zieht sich taktisch zurück. Der Schrott wird in wilder Rage hinterherstürmen und die brennenden Stäbe der Hölle werden ihn hineinfahren. Sophie wird irgendwann rufen: Staublöschzug! Ich gehe zu Sophie und verpasse hier eine. Du verpasst Sophie eine? Ja. Ey!
Auf dem Schlachtfeld. Kannst du mal bitte aufhören mit dem Krieg? Auf dem Schlachtfeld ist übrigens sofort Ruhe. Alle gucken zu euch. Boah, der hat ja wohl einen runtergehauen. Hast du das gesehen? Bist du bekloppt? Kannst du mal bitte sein lassen? Die bringen sich hier um zu unseren Gunsten? Das kann doch nicht sein. Wieso zu unseren Gunsten? In jeder guten Geschichte gibt es große Schlachten. Ja, aber deine Schuttgnome kämpfen Geschichte gegen meine Schrottgnome. Und die metzeln sich hier nieder. Wieso eigentlich deine? Weil sie sich mich als Anführer auserkoren haben. Schrottgnome, seid ihr sein Eigentum? Nein, das ist mein Volk. Er hat euch gerade als sein Eigentum bezeichnet. Das ist mein Volk. Ich identifiziere mich nur mit meinem Volk und bin nicht so wie du und schick mein Volk in den Tod. Doch, das hast du gerade getan. Nein, hat er nicht. Er hat einen taktischen Rückzug befohlen und wir haben sie ausradiert zur Hälfte. Das alles wäre nicht passiert, wenn sie damals nicht diesen Deine-Mutter-Witz gemacht hätten. Siehst du? Deine Leute haben angefangen, siehst du? Also, wir würden sagen, setzen wir uns hin, reden das durch und beenden den Krieg. Und dann wird die Fabrik wieder in neuem Glanz erstrahlen. So, denn unterschreiben wir die Gründungspapiere zu Schrotakistan. Das finde ich eine gute Idee. Was sagt ihr dazu? Ja, Diplomatie war nie unser Ding. Kriegsführung war unser Ding. Man muss einen Horizont auch erweitern, weil dann kann man eventuell nämlich noch eine zweite Fabrik irgendwann erobern. Wir sollen Hand in Hand mit dem Schutt. Ja. Schruttistan gegen lächerliche Schrott und Schuttwichtel und wir werden sie aufspießen und wir werden sie mit ein bisschen verzweifelter Blick so nach Sophie so, Moment. Mit vereinten Kräften werden wir Zerstörung und Vernichtung über andere Fabriken bringen. Aber erstmal baut eure vernünftige Wirtschaft hier auf. Viele kleine Schrottwichtel werden mit ihren Stangen auf ihre Schilder klopfen und der Schutt wird dazu wildes Kriegsgeheule anstimmen. Aber die Durchmischung gelingt der Truppen. Sie werden in Richtung Osten abmarschieren. Auf zu neuen Schrufern! Sie hat recht, auch die andere Seite der Saale muss eingenommen werden. Attacke! Au! Warum bist du immer so aggressiv? Ich bin überhaupt nicht aggressiv. In jede gute Geschichte gehört eine große Schlacht. Aber auch der Wiederaufbau und dafür hatten wir noch gar nicht so viel Zeit. Ja, der kommt, wenn die Schlacht geschlagen ist, aber. Die Schlacht war doch gerade geschlagen. Wir hätten ein großes Fest feiern können hier. Die feiern ihr eigenes Fest. Euer persönlicher Informant Schrott und Schuttwichtel werden jetzt auf euch, jetzt Schrottwichtel beide werden auf euch zukommen. Sollen wir die Trümmerfrauen schicken? Schickt mal die Trümmerfrauen, ja. Die sollen wieder eine blühende Landschaft erstrahlen lassen hier. Ja, das kennen wir schon, wir wissen, wie das geht. Sie werfen euch Kopftücher hin. Viel Spaß! Da marschieren sie ab. Na dann, viel Spaß. Du wolltest doch alles wieder aufbauen, oder? Ich bin die Kriegstreiberin. Natürlich, zu jeder prosperierenden Gesellschaft gehört Kunst und Kultur. Ja, aber dafür bist du hier keine Gesellschaft. Ich bin die Kriegstreiberin gerade. Wir brauchen Kunst und Kultur, unseren gefallenen Kameraden zu ehren. Nee. Und da bist du definitiv die bessere von uns beiden. Das werde ich aber jetzt gerade nicht tun. Außerdem habe ich das Gedenkgemälde schon längst gemalt. Das ist schon auf meinem Blog. Ja, und was ist jetzt mit einer vereinten Schrott-Schutt-Skulptur des Landes? Ja, eine Schrott-Schutt-Skulptur. Das werden meine Lehrlinge in den Schrottwerkstätten schon machen. Und wir werden sie bauen mit den Köpfen unserer Feinde! Au!
Gewalt ist nicht unbedingt die beste Lösung, oder? Doch für diese beiden schon. Was bist du eigentlich? Sie guckt jetzt zu diesem Typen mit der Brille und diesem Menschen, der da irgendwie auf diesem Schrottberg sitzt. Also wenn du eine halbe Stunde des Laufens ihn nochmal fragst, dann könnte er dich verstehen. Das Schlachtfeld ist echt groß. Okay, dann laufe ich halt. Wir gehen da ja drüber, ja. Du steigst hast über du schon mal gesehen, Schuttleichen oder? Und Schuttleichen, nö. Ne? Gut, dass viele. Sie nicht stinken. Das stimmt. Die Schrapien sollen ihre Seelen, Ja, Schrapien werden jetzt vom Himmel hinabfahren. Das sind im Wesentlichen Schuttwichtel mit Schrottflügeln. Hatten die irgendein Zepter oder irgendwas? Die? Nee, ich glaube nicht. Und meinst du nicht, meinst du nicht eigentlich Walküren? Ich glaube, Harpien könnten, waren das doch auch. Nee, Harpien nicht. Oder? Ja, da meine ich die Walküren. Schrapüren. Schrapüren steigen vom Himmel und nehmen die Schrullpüren. Die Schulpieren und nehmen die Seelen der Gefallenen mit hinauf. Auf den großen Abfallberg. Ja, ihr werdet dann nach einer Zeit des Laufens bei dem Typen ankommen. Sophie guckt hoch, winkt. Guten Tag. Hallo. Sind Sie der Chronist? Nein. Ich bin ein Tourist. Ah. Ja. Firdus Fokattel ist mein Name. Hallo. Ich wollte gerade mir diese wunderschöne Ebene ansehen. Da brach um mich ein wildes Kriegsgeheul aus und Schutt und Schrottwichtel haben sich gegenseitig auf eine Art und Weise niedergemacht. Übrigens eigentlich Gnome. Oh. Gnome auf eine Art und Weise niedergemacht, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Allerdings muss ich gestehen, dass ich zuvor Schutt und Schrottgnome auch noch nie gesehen hatte. Also ist das wohl auch nicht verwunderlich. Dann ja, sie sind sehr brutal. Sie eine wunderbare Bildungsreise hinter sich. Ja, ich hatte eigentlich einen Entspannungsurlaub geplant, aber das ist ja auch nicht schlimm. Es geht nie alles ganz nach Plan. Das ist wohl wahr. Er wird hier jetzt sich an eine Seite des Leichenberges hängen. Es ist gut 10 Meter Höhe übrigens. Okay. Sollen wir mal versuchen, ihn aufzufangen? Oh nein, danke. Ich habe mir das schon vorhin überlegt. Ich warte jetzt auf, Sie wissen schon, die Rettung in letzter Sekunde. Ah. Riesenadler AU. Zum Beispiel. Muss auch nicht. Ich bin für alles offen. Okay, solange sich unter ihnen nicht die Erde auftut. Das wäre bestimmt hilfreich. Dann würde die letzte Sekunde, also ja, schneller kommen. Wäre ja bedrohlicher. Ja, oder ausgedehnter werden. Je nachdem, wenn sie einfach so lange fallen, bis die Rettung da ist, dann kann so eine Sekunde auch mal lange dauern. Das stimmt, ja. Ach, so lange wird das alles nicht mehr dauern. So viel Kraft habe ich ja auch gar nicht. Okay. Und wo kommen Sie her? Ah, hier und da und überall. Das ist ja echt präzise. Ach, ich weiß es auch nicht so genau. Ich bin schon so lange im Urlaub. Ich glaube, ich sollte mich eigentlich mal bei meinem Arbeitgeber melden. Kann helfen. Ach, wer ist denn Ihr Arbeitgeber? Der wird schon merken, dass Sie weg sind. Das stimmt. Oh, ich arbeite für ein großes Tourismusunternehmen. Ich schreibe da eigentlich Reiseberichte. Ja. Leider ist mir vorhin mein Reisetagebuch aus der Tasche gefallen. Aber ich glaube, es war ziemlich langweilig. Aber ich glaube, das ist für Reisetagebücher auch ziemlich normal. Ich suche das. Wirst es nicht finden. Schade. Die aufgebrochenen Leiber deines Volkes machen es unmöglich. Shame. So viele gute Menschen. Nur gefallen für nichts und wieder nichts. Doch, endlich haben wir Frieden. Für die Sache. Sie sind für die Sache gestorben. Die Sache war eine Lüge. Nein, die Sache war die Sache. Sehen Sie eigentlich schon die Rettung in letzter Sekunde? Ja, da vorne. Nein. Da ist eine Staubwolke, die näher kommt. Ah, gut. Er wird loslassen.
Dann wird er vor euch in den Boden krachen und einer seines Körpers angemessene Einbruchsspur hinterlassen. Ich glaube, er fällt tatsächlich weiter. Faszinierend. Sophie stellt sich vor dieses Loch und winkt hinunter. Ja, es ist gähnend und schwarz. Bis zum nächsten Mal. Gibt's noch ein nächstes Mal? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Es wird Zeit aufzuwachen, glaube ich. Warum bist du eigentlich in meinem Traum? Was ist eigentlich los? Ich habe keine Ahnung. Seltsam. Aber endlich haben wir Frieden. Das ist gut. Ich mag Happy Ends. User disconnected from your channel. Alles klar. Gruß yes, disapproved. Yes, very good. Gruß hat disapproved. Ich weiß gar nicht, was du jetzt gesagt hast. Die Frage ist, warum bist du in meinem Traum? Entschuldigung, ich bin mal kurz aufgewacht. Sehr gut. Naja, das ist ja mein Traum. Also, glaube ich jedenfalls. Da ich mir selbst bewusst bin, ist es mein Traum. Entsprechend träume ich dich, was irgendwie irritierend ist, warum ich von dir träume. Das ist der Traum, den du jemals hattest. Ja, wir haben Frieden erschaffen, das finde ich gut. Aus den Fernen hört ihr die wilde Schlacht des Schruttes gegen den unterlegenen Schutt und Schrott auf den anderen Ufern. Ärgerlich. Allerdings, naja, also wenn die irgendwann alle Ruinen gekonkert haben, haben wir halt Frieden. Ja. Und da die jetzt quasi alleine, ne, also die anderen sind mal zerstritten und kämpfen halt gegeneinander und unsere tolle Nation ist ja geeint, dementsprechend ist die stärker als alle anderen. So ist es. Schrott gegen das Establishment. Eben. Dann wird irgendwann Frieden einkehren. Ja, ihr hört auch aus der Ferne. Friede durch Vernichtung! Yep. Das sind meine Jungs. Ich bin so stolz auf sie, sie werden so schnell erwachsen. Und in diesem Moment schreckt ihr nicht aus euren Betten, aber quasi hoch. Wie gesagt, ihr werdet euch nicht den Kopf an der Decke stoßen, das passt schon noch, weil ein Krankenwagen unten vorbeifährt. Ein Krankenwagen? Verdammt! Also neben eurer Haustür vorbei ist. Ihr wohnt ja schon an einer großen Straße. Ah. Faszinierender Traum. Ich in die Küche. Ach, Sophie dreht sich wieder um. Ja. Ich gehe kurz in die Küche und hole mir kurz was zu trinken und dann lege ich mich auch wieder ins Bett. Es wird noch Nacht. Das stimmt. Jutti. Ich habe irgendwie Staub in der Lunge. Das war nicht so. Nein. Gefühlt. Trockenen Mund halt. Das, ja, das stimmt. Ich muss kurz überlegen. Ja, ihr... Wir würden zuerst ausstehen von euch. Vermutlich ich, weil ich nicht so faul bin wie sie. Das, also, sie ist nicht faul. Natürlich, sie sitzt den ganzen Tag rum und malt Bilder. Das ist halt Arbeit in der Gesellschaft. Das ist bei mir halt, ne? Ich bin halt ein Dorfkind. Ich weiß, was es heißt, morgens aufstehen zu müssen, um Kühe zu füttern. Also dementsprechend bin ich halt früh aufstehe. Deswegen ist die Arbeitslosigkeit auf den Dörfern immer so viel höher, weil die noch wissen, wie man arbeitet. Und die Arbeit, die man, also das, also es ist ja so, du bist meinetwegen zuerst wach. Sehr gut. Wenn du in die Küche kommst, findest du einen verdreckten Zettel, auf dem steht Sieg durch Vernichtung und daneben ist ein grünes Häkchen. Ah nein, Entschuldigung, Friede durch Vernichtung. Alles klar. Ich bin sehr irritiert. Das ist,
und starr halt ein Bild an. Das ist okay, ich brauche einen Kaffee. Ich mache mir ausnahmsweise mal keinen Tee zum Frühstück, sondern wirklich einen benötigen Kaffee. Das schmeckt. Ja, besonders stark und besonders schwarz, weil ich muss wach werden. Ganz offensichtlich. Ja, das hilft auch. Gut, der Zettel ist dann wahrscheinlich weg, hoffentlich. Wieso sollte ein Zettel weg sein? Du bist doch ein ordentlicher Mensch und hast ihn jetzt nicht irgendwie auf eurem Ramschtisch, den es da gar nicht gibt, weil du ja aufräumst. Also der Zettel ist da, natürlich. Okay. Irgendwann kommt Sophie auch in die Küche geschlupft. Morgen. Morgen. Die geht zum Wasserkocher. Ich zeig dir den Zettel. Ja, ist doch nett. Nett ist das Einzigste? Hä? So nett, dass sie wenigstens Bescheid gesagt haben. Du heißt, also von wem das da ist? Hä? Du weißt, von wem dieser... Oh, Junge, ich bin gerade erst wach geworden. Kaffee? Kannst du dir deine... Nee, Ekel, ich kannst du dir deine Dramen bitte für später aufheben? Alter. Sie macht sich Tee. Ja. Ich sitze da einfach nur und warte. Irgendwann hat sie eine dampfende Tasse Tee vor sich, den sie mit ein klein wenig Zucker und ein bisschen Milch verfeinert. Du sagst mir, du rauchst keine Zigarette mit deinem Tee? Aber selbstverständlich tut sie das. Es wird einfach stillschweigend heute mal hingenommen. So. Ich schiebe dir heute den Zettel hin. Ja. Und weiter. Erzähl mir mehr, warum das, was du da weißt. Wieso? Es. Sei so freundlich. Na, die große Schlacht und so, du warst da dabei. Ja, ich habe davon geträumt. Warum weißt du das? Du warst doch dabei. Nein, das funktioniert so nicht. Warum weißt du, was in meinem Traum passiert ist? Keine Ahnung. Und Gott verdammt, wenn das ein Traum war, warum ist hier ein Zettel? Ich habe ihn nicht gemalt. Stimmt, du schreibst nicht. Ist das mit Asche geschrieben? Ich glaub, ja. Das ist mit Asche geschrieben. Es ist mit Ölrückständen geschrieben, aber äußerst präzise, sag ich mal. Kalligraphie 1 plus. Diese Kunsterziehung hat was gebracht. Meine Schrottis wissen halt, wie es geht, aber... Das sind Schrottis. Es ergibt ja irgendwie gar keinen Sinn, oder? Das stimmt, aber muss es auch nicht. D-
Die wenigsten guten Geschichten ergeben Sinn. Riesenadler ergeben auch keinen Sinn, werten die Geschichte aber auf, als Riesenadler sind. Sie passen aber in den Kontext und nee, das passiert nicht. Sie nicht. Ja, doch, das ist ein Fantasy-Roman und das hier ist die richtige Welt. Das war ein Traum und das hier ist die richtige Welt. In richtige Welt gehört ein Zettel, in den Traum nicht. Ja, aber dieser Zettel kann nicht. Aber dieser Zettel kann doch gar nicht da sein, wenn das nur ein Traum war. Na, du weißt doch auch noch, was da passiert ist, oder? Wir haben einen ziemlichen Genozid befohlen. Das war kein Genozid. Du bist doch der Deutsche von uns beiden. You shall know the difference. Wir haben die große Osterweiterung befohlen. Oh. Hä? Lebensraum im Osten? Super toll. Ja, ich als Deutscher kenne das. Und Frieden durch Vernichtung. Die Jungs wurden alle vernichtet im Ostblock. Ja. Genozid. Dass du immer so negativ sein musst. Aber das war ein Traum. Wieso ist der hier? Weil sie so nett waren, uns Bescheid zu sagen. Aus dem Traum heraus können die Zettel schreiben. Na klar. Ich gucke dich ein bisschen ungläubig an, so von wegen WTF, was hast du geraucht? Du bist aber nicht irgendwie gerade high oder so. Nee, bin ich nicht. Aber ich habe irgendwann festgestellt, dass man konventionelle Dinge manchmal auch etwas unkonventioneller betrachten muss. Das ist mir irgendwann mal klar geworden. Wenn ich jedes Mal Angst kriegen würde bei solchen Sachen, würde ich nicht mehr malen, würde auf den Boden liegen und kreischen, mir ist so langweilig, würde unseren Flur nicht mit Bildern bemalen, und hätte auf ein wunderbares Trommelkonzert verzichten müssen. Dazu bin ich nicht bereit. Also lieber so. Trommelkonzert? Ja. Wann haben denn die Schuttis und Schrottis und Trommel gespielt? Die haben keine Trommel gespielt. Aber die Stadt hat Trommel gespielt. Du hast sie doch auch gehört. Also es war nicht die Stadt, es war was anderes, aber... Die hast du gemalt. Das hast du doch gehört. Die haben mich beinahe umgebracht. Ja, aber sie haben es doch nicht. Kannst du bitte aufhören, irgendeine Scheiße zu malen, die Leute gefährdet? Wieso denkst du denn, dass das meine Schuld ist? Ich beschwöre das nicht, Herr Rauch. Ja, natürlich, klar, hier sind ich irgendwelche beschwöre. Zettel aus meinem Traum, weil du irgendwas gemalt hast und... Ich beschwöre. Ich glaube, ich muss jetzt mal. Ich muss, glaube ich, jetzt mal trinken. Mach das. Wenn dir das hilft. Hast du uns gerade mal zugehört? Das Ganze ergibt gar keinen Sinn. Muss es auch nicht. Die Dinge müssen nicht immer Sinn ergeben. Beziehungsweise manchmal ergeben sie Sinn, aber manchmal ergeben sie auch einen Sinn, der sich einfach deiner und meiner Vorstellungskraft entzieht. Deswegen muss es aber noch lange nicht sinnlos sein. Manchmal sind die Regeln nur einfach andere. Ja, aber nicht die Regeln der... Ja, keine Ahnung. Wo lebst du denn lieber? Da, wo es für alles Regeln gibt? Oder da, wo es für alles Regeln gibt, die Regeln sich aber schneller mal ändern können? Regeln sollten sich immer ändern dürfen. So sieht's nämlich aus. Ja, aber... Ja. Aber das ergibt einfach... Also. Ja, das hast du schon gesagt, dass das keinen Sinn ergibt. Guckt ihn wirklich so sprachlos an, so, und hebt so einen Finger und lässt ihn wieder sinken, so, weil er einfach völlig, er ist gerade ein bisschen überfordert mit der Situation. Weißt du was, David? Ich habe irgendwann mal gelernt, dass es manchmal echt angenehmer ist, mal eine Weile nach den Traumregeln zu leben. Ich gehe wieder schlafen. Bis später. Okay. Traumregeln. Ja, hier ist es nämlich manchmal kalt und echt beschissen.
Ja, das liegt aber an der scheiß Heizung. Also, ja, wie egal. Das liegt nicht an der Heizung. Die Temperatur hier ist völlig in Ordnung. Das ist... Sie hat ihre Tasse in der Hand und die schluft wieder aus der Küche raus. Also sie ist langsam, ne? Sie ist jetzt gerade so auf dem Weg in Richtung Küchentür. Ja, er ist halt völlig verwirrt und bleibt da stehen und tut sich quasi ein Whisky in den Kaffee. Einfach mal so schön so, okay, egal, Prisea trinken, sehr gut. Sehr gut. Das schmeckt. Ja, das schmeckt wirklich gut, das ist faszinierend. Dann legt er sich in den Pen. Da kommt aber nicht klar. Das ist irgendwie völlig irrational. Das stimmt. Gut, jetzt pennen. Traumloser Schlummer, wie sich sie hört. Viel besser. Mach mal kurzes Licht an. Na, Jutti. Ich nehme an, dass David das einfach klassisch versuchen wird, alle zu ignorieren. Ja, ja, also ist, sehr gut. Ne? Ergibt einfach irgendwie auch keinen Sinn, also wird das ignoriert. Mal. Also ist es nicht da. Ja? Ganz offensichtlich. Okay, sehr gut. Dann gibt's auch keinen Zettel mehr, wenn das nächste Mal aus dem Bett kommt. Sophie, für dich gibt's noch einen Zettel. Aber er ist schon ziemlich zerfressen. Mit in ihr Zimmer. Okay. Und rahmt ihn ein. Sehr gut. Das hast du jetzt einen leeren Rahmen hängen, ausgezeichnet. Was? Da ist ein Zettel drin. Ja, für dich. Wenn Wally kommt, kannst du dir den leeren Rahmen erklären. Ja. Wie auch immer. Es war jeden. So viel Zeit habt ihr gar nicht mehr, ne? Shit. Ah, dieses Wochenende, das kommende Wochenende dann. Obwohl, das sollte man vielleicht gar nicht am Wochenende machen. Doch, Sonntag zu Montag macht ihr das. Also. Du hattest ja einen Plan mit Thorsten. Und Torben. Mit Torben? Mit Torben hatte ich keinen Plan. Ich kenne keinen Torben. Weiß ich. Der Plan war, weil das ja keiner weiß, diese großen Wahlplakate, denn es ist ziemlich bald Bundestagswahl für euch. Auszutauschen gegen ein abgeändertes Bild, was ihr schon vorgesprayt habt, teilen, von dem Bild von David und Gott, die so beide die Hand nacheinander ausstrecken, nur dass Gott der deutsche Michel ist. David, Frau Merkelchen und der Rest der Bagage, die da so an Adam meine ich natürlich statt David, Mann, der da an Adam dranhängt, sind dann ein paar andere namhafte Politiker der größeren Parteien. Natürlich habt ihr niemanden der AfD da drauf, ist ja klar. Wir reden ja von namhaften Parteien und nicht Parteien, deren Namen nicht genannt werden sollte. Außer in abwertender Form. Wie auch immer... Es wird ignoriert, sie sind nicht da, sie müssen bitte genauso verschwinden wie dieser verdammte Zettel. So ist es. Hat bisher ja auch funktioniert. Oder so. Kommt hier nicht aus der Gegend, wo die ziemlich gut abgeschnitten haben? In Sachsen-Anhalt hatten sie jetzt 6% weniger als zur Landtagswahl. Man muss in kleinen Schritten denken. Natürlich werde ich mich als geborener Dresdner immer dafür schämen, was in Sachsen passiert, aber das mache ich ja ohnehin. So. Sehr gut. Da sind wir doch mal ehrlich, was will ich denn da noch sagen? Naja, wie alle anderen. Okay, wir sollten rausschneiden. Ich werde das nicht rausschneiden, hallo? Scheiße. Wir brauchen einen neuen Spielleiter. Ja, eigentlich brauchen wir ja keinen, weil er schämt sich ja. Ich habe, seitdem ich aus Sachsen rausgezogen bin, mich auch nicht mehr als Sachse bezeichnet, nur als geboren in Dresden. Das ist ein Unterschied. So. Wie auch immer, das werdet ihr machen. Das heißt, ihr werdet alles vorbereiten, ihr habt schon alles geplant, ihr habt die Sachen deponiert und natürlich werdet ihr es in der Nacht machen, denn Jans erlaubt ist es ja gar nicht. Ihr werdet beginnen an den Orten, die ihr euch vorausgesucht habt, die gut genug sichtbar sind, sodass es dann über die sozialen Medien auch noch weiter transportiert wird, aber wo man euch nicht sofort dabei erwischt und natürlich die
in einer Entfernung sind, die ihr noch schaffen könnt, um das in einer Nacht durchzuziehen. Ich denke, ihr werdet so 6 oder 5 geplant haben. 5 und wenn ihr schnell seid, 6. Weil mehr wird vermutlich einfach nicht. Ihr habt ja auch keine Erfahrung daran, diese riesen Teile da irgendwie dran zu klatschen, dass es auch nicht ganz so verknittert ist und alles, ne? Stimmt. So ist es. Ihr macht euch auf den Weg. Ihr wartet ab, bis auch wirklich niemand in der Nähe ist. Die Aufregung wird, denke ich, auch diesmal ein bisschen Sophie da sein, vielleicht? Na klar. Positive Aufregung? Fragezeichen? Ja, ja. Sehr schön. Freudige Erwartung. Das ist ein gutes Ding, das nehmen wir. Dieser Nervenkitzel, der immer dabei ist, weil man ja gerade etwas Verbotenes tut. So ist es. Delinquentes Verhalten. Nicht ganz, aber so real. Also, ihr beginnt, es stellt sich, denke ich, als nicht ganz so leicht raus, wie man das gedacht hatte, einfach weil ihr keine Erfahrung habt mit so großen Teilen. Aber ihr habt Verschleißmaterial mit hier gebracht und ihr seid beide nicht das erste Mal dabei, sowas zu machen. Du hast einen sehr hohen Kunstwert, wie ich weiß. Ihr werdet es also dann doch hinbekommen. Es sieht sehr schön aus. Es sind keine Lücken zwischen den einzelnen Teilen. Es ist nicht verknickt. Es ist alles ganz wunderprächtig. Sie gibt Thorsten High Five. Sehr gut. Vielleicht hätten wir vorher den Kleister abwischen sollen. Yes! weiter geht's. Weiter geht's. Mann, Mann, Mann. Direkt. Ich würde sagen, da das jetzt recht lange gedauert hat, wir nehmen nur 3. Wir machen jetzt erstmal weiter und gucken einfach, wie weit wir kommen. Ich würde aber dann direkt den Punkt am Bahnhof überspringen, weil da nicht so viele Leute vorbeikommen, sondern direkt zur Magistrale fahren. Dann fahren wir jetzt direkt zur Magistrale. Okay. Ihr fahrt. Achso, der Magistrale ist einfach so eine Hochstraße, die da sich durchzieht. Und wo halt auch echt ein bisschen mehr Verkehr ist. Dort werdet ihr beginnen, das Teil ranzupappen. Ihr werdet diesmal deutlich schneller sein. Das wird alles ganz gut funktionieren. Allerdings, ihr habt euch ja die Orte, ihr habt die Orte besprochen, ihr habt die Orte ausdiskutiert, ihr habt alles bedacht. Jetzt abgesehen von der Nähe zur nächsten Polizeiwache, die ja gar nicht so weit weg ist dort. Irgendwann wird es sich also anschicken, dass David noch mehr Kleister aus seinem... Ich? Vom Mann, Thorsten. Alter. Es ist halt auch nicht leicht. Also, der Schrottwichtel da, Gnom, also Thorsten, wird noch etwas Kleister vom Fahrrad holen, das auf der anderen Straßenseite steht, als ihr beide den Streifenwagen seht. Er ist näher an Thorsten dran, also wird er eher die Beine in die Hand nehmen. Also ihr seid Fahrrad. Der lässt mich alleine, die Sau. Ich sag mal so, der erste von den Wachleuten steht da schon, steigt da schon aus, deswegen war es für ihn die bessere Möglichkeit zu rennen. Okay, ich mache mich aus dem Staub. Ach so, ich dachte, du möchtest dich mit denen anfreunden. Nee. Oder deine Gnome auf ihn hetzen. Das wäre dann witzig. Ja, wir haben zwei ganz verdammte Armeen. Ja, aber hier ist ja keiner in der Nähe. Schrottgnome-Attacke! Verdammt! Ach so, die muss unbedingt wieder in der Anstalt, Junge. Die kann nicht dafür, was sie hier macht. Du rennst. Ja. Du hast sogar Sportlichkeit, soweit ich mich entsinne, ne? Ja, ich hab sogar Sportlichkeit. Na gut. Wer in einer alten Fabrikgedingsen rumkraxelt, muss auch mal Sportlichkeit haben, ein bisschen. Alter. Also, du bist tatsächlich ganz schön fix. Das hätten die wohl auch nicht gedacht. Sie werden sich aber nicht trennen. Sie werden die Verfolgung von dir aufnehmen, weil du zu Fuß bist. Du bist nämlich auf seinem Fahrrad mit hinten auf dem Gepäckträger mitgefahren, wenn sich das gehört. Mist. Ich nehme an, du bist instinktiv Richtung... Wo rennt man da instinktiv hin? Erzähl mir das mal. Entweder Richtung dahin, wo viele Leute sind, oder dahin, wo sie keinen Bock haben, mir hinterher zu rennen. Das heißt, entweder richtig viele Leute, da es mitten in der Nacht ist, werden generell nicht mehr unterwegs sein. Das heißt, ich weiß nicht, wie weit ist denn der Fluss von da weg? Der hat ja breitere Ufer und so, da kann man mal abzischen. Da haben die dann auch keinen Bock mehr rumzurennen. Naja, also war direkt der Frankerplatz. Das ist, keine Ahnung, wenn du rennst, 4 Minuten. Dann ab zum Fluss. Okay, du rennst zum Fluss.
Sie werden dann erneut dort erstmal sich irgendwo hinstellen müssen, aussteigen müssen. Das heißt, du gewinnst noch ein bisschen mehr Vorsprung. Du bist aber wirklich schnell. Ich renne vor allen Dingen irgendwo dahin, wo die mir nicht so ohne weiteres mit dem Auto folgen können. Das heißt, ich renne, versuche wirklich dann in die Uferdingens reinzulaufen und so. Ja, dann du meinst auf der anderen Seite von der Rabeninsel ist ja überhaupt kein Ding. Ja. Da die Wege sind ja auch, wenn man die nicht kennt, in völliger Dunkelheit oder fast völliger Dunkelheit sehr unwegsam. So, du wirst sie vermutlich besser kennen. Du bist ja erst gestern oder vor einer Woche da lang gelaufen und warst bestimmt auch vorher ein paar Mal. Dennoch wirst du irgendwann stürzen. Das ist schlecht. Du wirst der Länge nach auf dem Boden aufschlagen und dann rutschst du in das Wurzelwerk eines Baumes. Und du rutschst, es stellt sich, es stellt sich als eine Art Rutschbahn tatsächlich auch heraus. Das heißt, du rutschst unter dem Baum. Dabei wirst du offenbar sehr viel kleiner. Sehr viel kleiner, denn du siehst irgendwann am Ende der Rutschbahn, als du da rausgepoltert kommst, als erstes eine Eiche, die etwa deine Größe hat. What the fuck? Du befindest dich in einem unterirdischen Raum, die Wände sind aus Erde, er ist kuppelförmig. Es ist offenbar eine Schlafstätte. Wieso denn bloß? Ja, die Schlafstätte sind kleine Zweigchen und Blätter dort, Moos. Und es ist eine ganze Reihe kleiner Gestalten dort, die etwa eine Größe haben. Die sind humanoid. Sie haben extrem verzerrt pantomimisch angemalte Gesichter. Sie tragen Kleidung, die inzwischen ziemlich vergammelt aussieht, aber wohl einst sehr farbenfroh war. Eine Hand von ihnen ist eine Art verkrustete Mischpalette, die aussieht, als wäre sie 10 Jahre nicht benutzt worden. Die andere hat 4 Finger, die nicht in Fingernägeln, sondern Borsten enden vom Daumen. Also es ist dann ein ganz starrer, breiter, dicker Pinsel. Bis zum kleinen Finger mit einem sehr dünnen, sehr, sehr biegsamen Pinsel für die kleinen, feinen Sachen. Übrigens, da du da reingepurzelt kommst, wachen zumindest einige davon auf. Andere schlafen offenbar unheimlich tief. What the fuck? Warum störst du uns? Ist es Zeit? Dürfen wir wieder malen? I'm sorry. Wir können kein Englisch. Entschuldigung. Wurdest du vom Grafen geschickt, um uns zu sagen, dass wir wieder anfangen können? Nee, ich bin vor seinen Schergen davongelaufen. Wir können dich nicht verstecken. Er ist sowieso schon so böse mit uns. Warum? Wir können... Also, wir wollen keinen Ärger mit dem Grafen. Nein, ich bin vor der Polizei davon gelaufen. Wovor? Egal. Nicht dem Grafen? Nein, kein Graf. Nicht, und nicht seinen Vasallen? Nee. Dann sei uns willkommen. Möchtest du etwas Eichelsaft? Als ich es aussprach, dachte ich mir dann auch, ja, warte mal kurz, das war jetzt aber gar nicht. Alter! Ja, ich gebe zu. Natürlich, was ist los mit dir? Nein, danke. Na, mit diesem Eichelsaft. Er geht zu der Eiche, sticht sie an und wird sich etwas des leckeren Getränks abzapfen. Das schmeckt cremig, sämig. Leicht bitter. Das weißt du nicht, wie das schmeckt. Ich sage nur, es ist cremig, sämig. Doch, glaub mir, ich weiß, wie das schmeckt. Sophie guckt sich trotzdem erstmal um.
Es sind längst noch nicht alle erwacht. Manche scheinen tatsächlich komatös zu sein. Andere reiben sich noch die Augen. Wobei offenbar, wenn sie zu doll, dass sie es über einigen reiben, ihr Gesicht verwischt. Und damit auch ihr Auge ein bisschen in die Länge gezogen wird und die Pupille sehr, sehr, sehr halt verzerrt wird, sodass. Also der eine reibt sich anders, der eine reibt sich das Auge, daraufhin wird die Farbe so verwischt, dass er offenbar nur noch auf dem anderen sehen kann, Trottel. Oh nein, warte, ich helf dir. Ach, lass ihn, das macht er schon selbst. Kann er wenigstens mal wieder etwas malen. Er wird dann auch in seine Palette spucken, mit kräftiger schwarzer Farbe, die er dann als erstes auf die Pupille selbst aufträgt und dann die anderen Farben ausspuckt, um seine Iris und das Auge nachzumalen. Wer seid ihr? Wir sind die Saalpinsel. Okay. Und, was pinselt ihr? Malt ihr? Tut ihr? Wir schlafen. Warum? Weil es nichts zu tun gibt. Und was habt ihr zu tun, wenn ihr nicht schlaft? Nun, einst haben wir im Frühling mit einem frischen, hellen Grün die Bäume, die Blätter angemalt. Und die Triebe der einzelnen Pflanzen im Sommer. Dunkleres, kräftiges Grün. Ein wenig Gelb für den verdorrten Rasen. Solche Dinge. Im Herbst bunt. Und das war, ich fand den Herbst am schönsten. Das war spaßig. Überall etwas anderes. Und im Winter haben wir die Blätter ausradiert und weiß, ein sanftes, ein zärtliches Weiß über die Landung gelegt. Naja, es wird ja bald Herbst, da habt ihr ja wieder was zu tun. Nein, nein. Es geht nichts außer dem Sommer zu malen. Hä? Es ist bald Herbst. Nein, nein, nein. Sonst hätte der Graf uns einen Vasallen geschickt und wir hätten angefangen zu malen. Es gibt nichts außer dem Sommer. Es ist doch nicht die Entscheidung des Grafen, welche Jahreszeit gerade ist. Wir nehmen keine politischen Flüchtlinge. Ich glaube, wir müssen dich bitten zu gehen. Wenn du deine aufrührerischen Sachen verbreiten willst, dann mach es woanders. Hä? Wenn du die Allmacht und Herrlichkeit des Grafen in Frage stellst, dann unterstützen wir das nicht. Der Graf isst die Sterne und trinkt die Sonne, und wir verneigen unser Haupt. Tust du es nicht, dann geh. Ich verstehe nicht, wovon ihr redet. Wovon du redest. Ach so. Der Graf entscheidet, dass Sommer ist und dass Sommer bleibt. Und lässt euch hier verrotten, oder was? Nun, ich denke, der Graf hat viele Regierungsgeschäfte und kann nicht an jeden denken. Dann sollte einer seiner Untergebenen das tun. Er muss doch dann seine Aufgaben weiter delegieren. Ja. Ist klar, dass er sich nicht um alles selber kümmern kann, aber dann muss er jemanden benennen, der dafür zuständig ist, das zu machen. Und er scheint in seiner Arbeit irgendwie nachlässig zu sein. Das muss ja nicht am Grafen liegen. Wir bemalen die Saalstrände nach den Jahreszeiten. Nun hat der Graf entschieden, dass nur noch der Sommer herrscht. Das heißt, wir haben keinen Sinn und wir haben keinen Zweck mehr, also haben wir uns schlafen gelegt. Ich denke nicht, dass der Graf sich wegen unseres Schicksals umstimmen lässt. Sophie schaut ziemlich mitleidig auf diese
diesen Saalpinsel. Dann sollte man ihn vielleicht mal dran erinnern. Ja, dann bitte. Ich weiß doch nicht mal, wo ich ihn finden kann. Aber eine Schie wie du? Eine was? Willst du uns foppen? Nein, ich verstehe nur nicht, wovon du redest. Wenn jemand den Graf finden würde, dann doch wohl du, wo ihr doch beide von blauem Blut und edler Neigung seid. Sie schaut ihn verwirrt an. Wenn ich mit einem Grafen verwandt wäre, wüsste ich das aber doch wahrscheinlich. Ach so. Ich weiß nicht, wie es sich bei eurem Volk verhält. Ich bin nur ein einfacher Saalpinsel, und wenn du Fragen selbst hast zu dir und deinen Nächsten, dann frage deinen Nächsten. Ja, aber der bist jetzt nun mal gerade du. Nein. Wir sind uns so nah wie Schwarz und Weiß. Wie Feuer und Wasser, wie Himmel und Erde. Nee, Moment, die sind alle verbunden. Wir sind uns so nah wie zwei Dinge, die sehr weit entfernt voneinander sind. Schuttgnome und Schrottgnome. Das sind doch beides Gnome. Stimmt. Das ist ja die Tragik an dieser ganzen Geschichte. Außerdem... Hier, er war neulich wach und er hörte, es gibt weder Schutt noch Schrottgnome. Es gibt Schrottgnome, die in wilder Raserei alles andere ausgelöscht haben. Das stimmt. Ich muss sagen, ich bin darüber sehr glücklich. Das kann ich verstehen. Du musst wissen, ihr Krieg war laut. Und ständig das Geschrei. Aber jetzt herrscht Friede unter den Schrottgnomen. Ja. Hast du jetzt noch etwas zu vermelden? Ansonsten würde ich mich gern wieder schlafen legen. Der Graf verkündet, dass jetzt Herbst wird. Du bist kein was... Moment, du bist eine Schie. Aber... Wo ist das königliche Dekret? Also, das gräfische. Das ist eine neue Verordnung, die braucht es nicht mehr. Die hast du wohl verschlafen. Kein Dekret mehr, neue Verordnung. Du hast einen Schalk im Gepäck. Naja. Du hast ja gehört, dass der Graf verkündet hat, dass jetzt Herbst wird. Ob ihr das als Anlass nehmt zu malen, ist eure Sache. Bleibt sitzen! Sie lügt, legt euch schlafen. Es gibt nichts zu tun. Das liegt an dir. Liegt es nicht? Doch! Wir sind nicht dazu gemacht, zu kämpfen. Wir sind nicht dazu gemacht, uns an der hohen Politik einzumischen. Du bist es, wenn du etwas verändern willst. Dann bitte, dann geh zum Grafen, aber verschone uns. Du bist aber auch nicht dazu gemacht, hier rumzuliegen, sondern du bist dazu gemacht, zu malen. Malst du? Nein, das tust du nicht. Ich darf nicht. Der Tod steht darauf. Was? Das ist ja lächerlich. Was ist denn das für ein Schwachkopf? Es ist eine ziemlich ernste Sache, also ich würde ungern sterben. Das verstehe ich sogar. Muss ich mich jetzt selbst ans Ufer stellen und anfangen, die Blätter anzumalen? Also, ich meine... Offensichtlich ja. Ja, aber dann wartet, welcher Tag ist heute? Welcher Tag ist denn heute? 8. Was, Oktober? September. Es ist der 8. September. Dann warte gefälligst noch bis zum 21. Okay, dann warte ich bis zum 21. Wenn ihr da nichts macht, mache ich das. Und ich glaube, meine Arbeit ist beschissener als eure. Der Tod steht darauf. Aber nicht meiner.
Mir ist es nie verboten worden zu malen. Ich habe meine ganze Wohnung voll mit Bildern. Du verstehst nicht. Stimmt. Aber es erklärt mir ja auch keiner. Du Närrin. Ach, ist auch egal. Also ich würde mich ja nicht einfach so dem Verfall preisgeben lassen. Aber ich glaube, ich muss jetzt gehen. Hier riecht's nach Moder. Entschuldigung. Meine letzte Mahlzeit war ein Riesenberg Kastanienkuchen. Der bläht immer ganz fürchterlich. Ja, okay. Das ist dann entschuldigt. Trotzdem muss ich jetzt gehen. Natürlich. Findest du den Weg raus? Keine Ahnung. Ich bin da, glaube ich. Oh, kann ich da einfach hoch? Es ist eine Rutsche. Geht man denn eine Rutsche hoch? Habe ich als Kind schon mal gemacht, aber wahrscheinlich nicht. Zeigst du mir den Ausgang? Natürlich. Ich würde mit dir einen Gang entlang gehen. Einen Erdgang, der ab und zu erscheint nicht sehr gut gewartet zu sein. Das heißt, ab und zu werden dicke Wurzeln, weißliche Wurzeln euch den Weg versperren. Die müsst ihr euch ein bisschen vorbeidrücken und kriegt dann durch die Wurzelhaare schön mal durchs Gesicht gewischt. Und es fühlt sich an, als wäre der Weg ganz schön weit, sage ich mal. Dann am Ende wird er auf eine Treppe deuten. Cool, danke. Ihr solltet euch das wirklich nochmal überlegen. Der Tod. Dann solltet ihr vielleicht mal eine Anfrage stellen. Gegen eine Anfrage kann er ja wohl nichts haben. Still, Usi, du bist die Ski. Ich bin kein... Was? Auf Wiedersehen, euer... Ich mit den Titeln, ich nehme an, Herrin, ja. Wie auch immer. Oh, ich weiß nichts von welchen stimmt. Titeln. Oh nein, ich hab's vergessen. Die Saalpinsel danken dafür, dass sie uns besucht und möchten unseren Dank in Form dieses Geschenkes Ausdruck verleihen. Er hat, klopft seine Taschen ab. Leider ist da wohl nichts drin. Also wir möchten Ausdruck, also wir würden gern, also unser Geschenk für euch ist, also wir wünschen euch das Beste. Danke. Dann wird er zurückschlurfen. Sophie geht kopfschüttelnd die Treppe rauf, sie ist ein bisschen traurig. Am Ende wirst du ein extrem schweres Blatt beiseite schieben müssen, was das Loch abdeckt, wenn du hinaustrittst. Da siehst du A, dass du erheblich erwachsen bist und B, dass du ungefähr 20 Zentimeter weit gekommen bist von dem Ort, wo du reingefallen bist. Das ist sehr schlecht. Ich meine, da ist jetzt auch niemand in der Nähe, aber dieser ganze Gang, den du lang gelatscht bist, hat dich wohl nicht sehr weit gebracht. Okay. Ja, sie ist noch ein bisschen verwirrt irgendwie. Und braucht erstmal ein Weilchen, um sich überhaupt an die Polizei zu erinnern. Du hast 10 SMS bekommen. 10? Mhm. Ich guck mal auf mein Handy. Naja, Thorsten hat die kluge Variante gewählt, sowas wie: Hey, ich wollte morgen mal ins Kino gehen, hast du denn morgen Zeit? Solche Sachen. Wie geht's dir denn gerade so? Wo bist du denn so? Ja, irgendwann, als sie wieder in dieser Welt angekommen ist, schreibt sie dann zurück, alles easy. Ja, es hat ungefähr 4 Stunden gedauert unten, ne? Okay, krass. Du bist niemals 4 Stunden gelaufen. Die ist noch viel verwirrter. Und läuft langsam einen großen Umweg nach Hause, während sie ihm schreibt. Neben dir hält ein Taxi. Die guckt kurz.
Am Steuer sitzt ein orientalisch aussehender Mann mit so einer geilen Dingsterhose. Hier, Pascha-Hose nennt man das ja. Ja. Herrin, braucht ihr einen wilden Ritt nach Hause? Es ist reichlich spät. Ich hab kein Geld mit. Ja, danach habe ich ja aber nicht gefragt. Wenn du mir den anbieten willst, gerne. Entschuldigung. Erzähl mir, warum du voller Dreck bist. Weil ich mich auf die Nase gelegt hab. Um diese Uhrzeit bist du hier. Steig ein! Sie steigt ein. Man soll doch nicht zu fremden Leuten ins Auto steigen. So, ich bin Kamal. Herrin? Ich bin Sophie. Du bist noch neu? In der Stadt? Ich bin jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren hier. Bisschen mehr. Sehr neu, ausgezeichnet. Wo geht's denn hin? Hier bitte Adresse einsetzen. Ich kenne unsere Adresse nämlich nicht. Oh, der Jackpot. Okay, los geht's. Reicht ja auch 50 Meter vor, ne? Hä? Das ist eine Riesenstraße, da parke ich nicht einfach mitten vorm Haus. Das ist doch kacke. Da ist doch direkt auch Halteverbot. Du bist der Typ, der David nach Hause gebracht hat, oder? Ja. Ah. Der Stress hat mit irgendwem aus dem Haus. Nein. Doch, das hast du ihm aber gesagt. Oder hast du ihn angelogen? Wir nennen es gern Zwist, Kabelei, Ärger, aber Stress. Das klingt irgendwie so... Stress kann jeder heutzutage haben, aber so eine ordentliche Todesfehde, das kann nicht jeder sagen, oder? Das stimmt. Ja, siehste. Das klingt direkt viel stilvoller. Du hast dich auf die Nase gelegt. Hier, was machst du denn in die Uhrzeit hier? Ich hab die Saalpinsel besucht. Oh Mann, Alter, die Saalpinsel. Gibt's die noch? Ja. Sind die nicht inzwischen alle irgendwie schon so tief am Schlafen, dass sie überhaupt nicht mehr sich regen? Ein paar. Ja, das war kein besonders fröhlicher Ausdruck. Nee. Boah, ich wünschte, ich würde mal jemanden aufgreifen, der mich gerade braucht, der richtig guter Stimmung ist. Entschuldige, ich bin nur ein bisschen verwirrt, glaube ich. Ja, man muss sich ja jetzt auch nicht zwingend für seine Gefühlslagen entschuldigen. Was willst du denn dagegen machen? Gleich einen Tee trinken und dann ist alles wieder easy. Das klingt erstaunlich einfach. Ja. Ist es auch. Willst du auch einen Tee haben? Das siehst du, du müsstest reinkommen. Ja. Klingt nicht überzeugt. Oh, sehr gern, ja, wenn du es mir anbietest. Ich würde es heute nicht ablehnen. Doch, doch. Sehr gern, das wäre echt super. Okay. Ihr werdet also vorfahren, also zumindest in die Nähe, denn da kann man echt nicht so gut parken. Dann wird er mit dir reinkommen. Es wird jetzt so früh um 7 sein. Oder um 8. Das musst du entscheiden, wie früh es ist. Um 8. Das heißt, David wird schon wach sein. Sophie tritt ein, weil ich nehme an, dass du um 8 irgendwie auch noch in der Nähe der Küche rumspringst. Wenn er schon da ist. Morgen! Hey. Und also erstmal tritt mit ihr Kamal ein. Zweitens, sie ist von einem silbergold regenbogenfarbenen Licht umfasst. Und warte mal, deine Augen waren? Wieso ist sie von einem silbergold regenbogenen Licht umfasst? Du, für dich gilt das doch gar nicht. Mit dir redet doch keiner. Ach so. Was war jetzt fest? Mit deinen Augen? Das eine ist so ein ganz helles, eisiges Silberblau und das leuchtet. Und das andere ist, das hat so ein anthrazitfarbenes Grau und es sieht so aus, als würdest du ein bisschen das Licht einsaugen. Das nämlich.
Also es ist so, ist alles, also es scheint wirklich so, als würde es das Licht aus der Umgebung so ein bisschen in sich aufnehmen. Schön. Moin, David, was geht? Moin. Na, Frühstück geht, würde ich sagen. Setz dich doch. Ich dachte, du darfst nicht rein. Das hat keiner gesagt. Ich wollte ihn nicht rein. Ah, okay. Aber das wollte ich mir jetzt gerade nicht entgehen lassen, muss ich gestehen. Was denn? Oh, dein Gesichtsausdruck. Okay. Hat sich gelohnt, muss ich sagen. Außerdem hat sie Tee versprochen. Ich hatte gerade auch ein bisschen Durst und ich hatte nichts mehr im Taxi. Hm. Sophie guckt ein bisschen verwirrt zwischen David und Gamal hin und her. Geht in die Küche, setzt was auf. Ja, yeah, David guckt dir halt auch ein bisschen irritiert hinterher, weil, beziehungsweise irritiert ein paar Mal an, weil dieser Schein ja durchaus mit dir mitwandert. Wenn sie ausatmet, hast du ab und zu auch, wie heißt es gleich, Dingens? Dunstwölkchen da, kalte, warme, du weißt schon. Winterwölkchen. Was hast du mit ihr gemacht? Wow. Wow. Was soll ich denn mit ihr gemacht haben? Ich habe sie aufgelesen. Wieso? Sieht ein bisschen seltsam aus gerade. Sieht ein bisschen seltsam aus gerade. Hm. Oder meinst du nicht? Naja, du, ich sehe die heute das erste Mal. Was weiß ich dann schon? Man braucht ja irgendwie dann doch immer ein Vergleichsobjekt oder Zeitpunkt, wenn du sagst, sie sieht jetzt gerade ein bisschen seltsam aus. Vielleicht ist sie ja immer so. Für gewöhnlich sehe ich heute direkt nicht gut leuchtend. Oh, ja, das könnte ich mir vorstellen, dass das neu ist. Na, ich gehe halt mit ihm quasi in die Küche und setze mich halt an den Tisch, weil jemand macht gerade Kaffee, Tee. Ist ja alles easy. Hm. Ja, kurze Zeit später stellt sie eine Kanne, es dauert ja nicht lange, auf den Tisch. Warte mal kurz. Entschuldigung. Die beiden waren ja kurz außerhalb dieses Raumes, wo du warst. Das heißt, wenn sie jetzt eintreten, was hattest du nochmal am Kopf? Wie hieß das? Tiara. Ja, aber genau. Eine richtige und nicht dieses scheiß Ami-Diadem-Gedönse. Genau, das heißt, du hast nur einen sehr schmalen, ich nehme an, Silberstreifen, Metall. Meter war irgendwas dran, ich hab's vergessen. Eine gefrorene, eine Träne, eine, also, oder so ein tränenförmiges Steinchen, was auch immer, das so genau zwischen den, also auf der Stirn, über der Nasenwurzel ist, quasi nur ein bisschen höher halt auf der, in der Mitte der Stirn. Danke. Sehr schlicht das Ganze. Das trägt sich momentan. Das hat sie jetzt, ja. Vielleicht, also sie hat das noch nie getragen sonst, wenn du anwesend warst. Außerdem war sie nicht erst in ihrem Zimmer, also man hätte sie es dabei haben sollen, auf jeden Fall. Ja, hat sie wahrscheinlich in der Tasche gehabt. Ganz offensichtlich. Sie kriegt halt einen langen Blick. Warum bist du so dreckig und was soll diese Krone da? A, weil ich mich auf die Nase gelegt habe und B, was für eine Krone? Ich zeig auf deine Triara, Jahre. Was haben die Leute denn heute alle? Naja, die Leute sehen heute das Zeichen deiner edlen Abstammung und Herkunft. Ja, das habe ich heute schon jetzt zum zweiten Mal gehört. Ja. Und ich sage dazu, ich bin mir keiner Verwandtschaft mit irgendeinem Blaublütigen bewusst. Wie lange wohnt ihr denn schon hier? Wieso ist das wichtig? Ein paar Wochen jetzt. Hm. Ja, wirklich ausgesprochen unhöfliche Mitbewohner. Richtige Schweinehunde sind das. Nun, ich finde den Hund eigentlich sehr angenehm. Wart ihr schon mal im Keller? Nee. Hm. Okay. Wieso? Du offensichtlich schon. Na, ich dachte Milch zumindest. Milch und Zucker oder sowas? Ach nee, danke du, ohne. Na, es ist ja so, dass ja zumindest ein Bewohner dieses Hauses da auf jeden Fall ab und zu runtergeht zum Lachen, ne? Und
Ansonsten, ich weiß nicht. Ich finde es irgendwie komisch, dass man euch den Keller offenbar vorenthält. Ist das noch so? Du stellst ziemlich viele Fragen. Ja, entschuldige, ich dachte, von jemandem, der hier mal gewohnt hat, zu jemandem, der hier jetzt wohnt, können wir ja ein bisschen Freundschaft walten lassen. Oder zumindest so ein kumpelhaftes. Klar, warum nicht? Nur mich irritiert das halt. Scheint sehr neugierig zu sein. Bis jetzt ist noch keiner von uns im Keller gewesen, einfach weil wir keinen Kellerraum haben und es keinen Grund gibt, da runterzugehen. Oh, ihr habt beide einen Kellerraum. Ah, okay, cool. Nee, davon weiß ich noch nichts. Ja, dann. Ja. Die ist bestimmt mal sehenswert. Sie hat ihm eine dampfende Tasse tief vor die Nase gestellt. Ah, oh, danke, du. Willst du was zu essen haben? Nee, danke. Okay. Wie geht's dir eigentlich, David? Gut erholt? Ziemlich. Das ist doch schön. Und mit wem hast du hier deinen kleinen Zwist? Zwist ist auch nicht schlecht, aber ich mag immer noch besser Todesfehde. Immerwährende Scharmützel der Verachtung. Mit einem Hausbewohner tatsächlich. In welchem von denen? Eins, zwei, ihr seid's nicht. Ich hätte es euch sonst gesagt. Ich schwör. Wenn ich mir die anderen Hausbewohner hier so angucke, fallen mir eigentlich nur zwei mögliche Kandidaten ein. Ist das eine Beleidigung mir gegenüber? Glaubst du, ich könnte hier nicht mit jedem eine Todesfeindschaft haben? Das ist keine Beleidigung, aber ich glaube, dass die anderen müssten ja auch eine Todesfeindschaft mit dir haben. Oh ja, stimmt. Das ist ziemlich beiderseitig eigentlich. Naja. Naja. Jetzt, genau, ich wollte eigentlich noch, es wäre richtig schön, ich meine, ich habe jetzt ein Tässchen Tee und ich will euch gar nicht zu lange auf den Sack gehen. Ich wollte mir nur mal ganz kurz einen Blick in die Wohnung hier gönnen, weil ich habe echt lange drin gewohnt. Und dann hast hier mal gewohnt. Ist aber schon ein bisschen her. Und dann hätte Warum bist du ausgezogen? Wegen der Todesfehde? Ja, das macht sich nicht so gut, weil dann wirst du zu oft am Tag dir über den Weg laufen und dann musst du dir das mal die Faust zu dem recken und sagen, eines Tages werde ich dich vernichten und irgendwann geht das auch auf die Stimme. Das klingt anstrengend. Ja, außerdem die geheimen Pläne, um den anderen in den Wahnsinn oder in Schlimmeres zu treiben, die lassen sich echt schlecht vorbereiten, wenn du nur irgendwie da im gleichen Haus wohnst. Aber während ich mein Tässchen Tee genieße, würde ich wirklich gerne die Geschichte von Saalpinseln hören. Eine Geschichte von den Saalpinseln? Deine Geschichte von den Saalpinseln. Saalpinseln? Ja, Saalpinsel. Wir hatten heute, ich hatte heute eine kleine Begegnung, als ich vor der Polizei weggelaufen bin. Warum bist du unnötig? Ja doch, ich will es wissen, aber... Nein, du willst es nicht wissen. Warum den Teil kannst du ruhig hinzufügen. Nein, den Teil werde ich nicht hinzufügen, sagt sie lächelt in Richtung Kamal. Taxifahrer kommen immer zu weit rum in der Stadt. Ich würde deinen Namen austauschen. Ja, das mag sein, aber trotzdem könnte es vielleicht sein, dass du irgendwann, weil du scheinst gerne Geschichten zu hören, ich nehme an, du erzählst sie dann auch gerne und das wäre echt cool. Absolut anonym, eine junge, kaum verpuppte Ski namens Bofi. Was? Ja, wie wär's damit? Was zum Teufel ist eine Ski? Sie. Seit wann heißt eine Engländerin? Das ist eine Engländerin, aber sonst? Ja. Meine Einwürfe sind nicht förderlich. Das ist ein Problem. Also, du ranntest vor der Polizei weg. Ausgezeichnet. Sollte man immer tun. Natürlich. Auch vor Fahrkarten kontrollieren, auch wenn man einen Fahrschein hat. So, weiter. Definitiv. Das macht besonders viel Spaß. Die gucken dann immer so irritiert, wenn man ihnen hinterher den Fahrschein zeigt. Nichtsdestoweniger begab es sich, dass sich eine freche Wurzel mir in den Weg legte und mir eiskalt ein Bein stellte. Schlimm von ihr. Ja, das war echt nicht nett. Das heißt, ich habe mich der Länge nach in den Dreck gelegt. Nein, eigentlich habe ich das gar nicht, sondern bin runtergefallen. Ha.
Und irgendwie unter, ich weiß gar nicht, was das für ein Baum war. Ich glaube eine Weide, direkt am Fluss. Unter den Wurzeln von dieser Uhr, die kennst du doch auch, diese uralte Weide, die, wenn du zur Rabeninsel gehst, da steht so eine, keine Ahnung, ist glaube ich eine der ältesten Bäume da überhaupt. Okay. So eine ganz alte Trauerweide, die Äste hängen auch irgendwie immer ins Wasser und sowas. Das ist die einzige, die nicht geschnitten wird. Hm, kenne ich. Ja. Ich glaube, die wehrt sich. Und landete dann irgendwie in einer kleinen Erdhöhle, in der sich mehrere irgendwie leicht verschlafene und etwas zerlumpte Gestalten aus ihren Bettchen schälten, während andere weiter schlummerten und ich mich irgendwie an Schneewittchen erinnert fühlte, die in ihrem Sarg liegt und auf jeden Fall lernte ich so die Saalpinsel kennen. Und hörte von ihrem traurigen Schicksal, das ihnen nicht mehr erlaubt, ihrer Aufgabe nachzukommen, die Ufer der Flüsse und Länder der Jahreszeit entsprechend zu gestalten. Doch, das. Ich muss dich berichtigen. Sie sind aufgefordert, auch weiterhin die Ländereien entlang dieses Flusses der Jahreszeit entsprechend zu gestalten. Ja, aber sie haben gesagt, dass es ihnen nicht erlaubt ist, etwas anderes als Sommer irgendwie darzustellen, obwohl es jetzt bald Herbst wird und sie dürften. Ich hab bald Herbst, ja. Und sie dürften aber den Herbst nicht auf die Bäume malen. Ja, genau. Nicht der Jahreszeit entsprechend, sondern der herrschenden Jahreszeit entsprechend. So hätten wir das vielleicht eher formulieren müssen. Haben die das nicht gemacht? Das sind, ja, die sind bestimmt nicht drauf eingestellt, Besuch zu bekommen, dem sie Dinge erklären müssen, weißt du? Das habe ich gemerkt. Ja. Und im Winter herrscht dann der Sommer, sagst du? Es herrscht immer der Sommer. Ziemlich Unverschämtheit, wenn du mich fragst. Das ist ja ziemlicher Schwachsinn, oder? Wenn es verschiedene Zeiten gibt, dann sollte auch der entsprechende Jahreszeit immer herrschen, oder nicht? Und eine wird sich durchsetzen und das wird die sein, die glanz- und schmuckvoll ist und ja. Na, was heißt eine wird sich durchsetzen? Das ist ja nicht Sinn und Zweck. Das mag sein. Egal. Also egal, ist es nicht. Nein, ist es nicht, aber auf jeden Fall sind diese traurigen Gestalten, haben mir das erzählt und irgendwann habe ich mich dann verabschiedet. Also es kam weder zu epischen Schlachten, wir sind noch kurz auf die epische Schlacht der Schrottgnome zu sprechen gekommen, aber sie sind übrigens sehr froh, sagt sie jetzt in Richtung David gewandt, dass jetzt endlich Frieden herrscht, denn der Lärm der Schlacht hat sie doch sehr mitgenommen und in ihrem Schlaf gestört. Was sind Schrottgnome? Das ist die Vereinigung von Schutt- und Schrottgnomen, die ausgezogen sind, um eine Schlacht gegen Schutt- und Schrottgnome zu führen. Lebensraum jetzt, im Osten zu sichern. Genau, und jetzt herrschen die Schrottgnome in Halle. Und was sind Schutt- und Schrottgnome? Du kennst keine Schutten, warte. Ich treib mich meistens nicht darum, wo es so ein bisschen dreckig ist. Sie geht in ihr Zimmer, holt den Block und gibt ihm das Bild. Dort ist die epische Schlacht von Schutt- und Schrottgnomen abgezeichnet. Oh, bestialisch. Nicht wahr? Ja, ihre Bilder. Was ist das da in der Mitte für ein Typ? Das ist ein Tourist. Oh, ja. Ich meine, die sind ja letztlich überall. Das stimmt. Wow, das sieht echt nach einem ziemlichen Gemetzel aus, Mann. Ja. Aber jetzt herrscht Friede. Ja, krass. Ich glaube, es ist ewig her, dass ich jemanden mal wieder von den Saalpinseln habe sprechen lassen. Und vermutlich haben die alle schon wieder vergessen, dass es die gibt. Oder? Also ich meine, ich dachte auch nicht mehr, dass es die noch wirklich gibt. Ja, es gibt sie noch. Schöne Geschichte. Auch du kannst noch ein bisschen mehr ausschmücken für das nächste Mal, wenn wir uns sehen. Da würde ich mich sehr freuen. Aber schön. Ich bin keine Geschichtenerzählerin. Das wirst du noch.
Wunderbar. Ich danke für den Tee, ich danke für die Geschichte, ich danke für die Einladung in eure Wohnung. Und ja. Bis dann. Ein Handel steht nicht aus, denn ich mache keinen Handel mit Ski. Ja, das wäre auch irgendwie sinnlos gewesen, denn jetzt gibt es nichts mehr, worüber ich sich noch verhandeln ließe. Oder nichts, worüber ich bereit wäre zu verhandeln, sagen wir es mal so. Gib's einfach hin. Okay, das tue ich. Schön. Es war schön. Ich danke euch. Und dieser Keller. Unverschämtheit. Naja. So, ich werde das nochmal kurz die Faust in Richtung meines Todfeindes schütteln und dann vielleicht sehen wir uns mal wieder. Mach's gut. Einen schönen Montag euch. Wünsche ich dir. Dann geht er. Das ist mir egal, ob du jetzt duschen willst. Ich werde das jetzt tun. Ich bin schon im Waschen duschen. Gut. Komischer Gott. Och, ich finde den eigentlich ganz witzig. Ja, aber der Satz sagte, wir sollen uns vor dem Vorsehen. Okay. Und der scheint mir ein bisschen neugierig zu sein, aber gut, ist ein Taxifahrer. Naja, aber er wollte jetzt nichts wissen, was irgendwie privat oder persönlich wäre. Ich komme noch nicht drauf klar, dass diese ganze Geschichte, es wird alles irgendwie immer surrealer, der ganze Scheiß. Ja, wird es. Allerdings würde ich gerne wissen, mit welchem Graf ich mich heute angelegt habe. Egal. Ich habe einen Block, der wartet auf mich. Nein, eigentlich habe ich jetzt eine Dusche. Dann habe das war so eine Dusche, genau. Dann habe ich einen Block, der auf mich wartet. Und der wird mir meine Fragen hoffentlich beantworten. Das klappt meistens ganz gut. Gute Nacht. Guten. Wenn du aus der Dusche wieder rauskommst, werde ich das natürlich hören, denke ich mal. Und dann werde ich dir rüberrufen. So, sag mal, hast du Nachrichten schon geguckt? Hier, ich zeige ihr mein Handy mit dem Bild von ihrem tollen, von ihrer tollen nächtlichen Aktion. Das war so klar, dass du das warst. Yes! Knalltüte. Wieso das denn? Oh, cooles Bild, aber Alter, Knalltüte. Nee, voll cool. Ja doch, hier die Polizei sucht zwei Verdächtige. Ne? Das ist schon. Das ist denn gehört dazu, ich brauche das für mein Portfolio. Damit solltest du dich vielleicht nicht bewerben irgendwo. Das mache ich erst, wenn das verjährt ist. Also in ein paar Jahren. Oh Mann. Knalltüte. Ich gehe jetzt trotzdem schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht, gute Nacht. Ich hoffe, Kamal guckt die Nachrichten nicht. Ich weiß eigentlich, wie hier ist, bestimmt. Gibt ja noch mehr Gründe, vor der Polizei wegzurennen. Gut, ich würde sagen, wir machen erstmal ein Päuschen, Leute. Jo. So, einen kleinen Knusperhasen. Ich bin sehr froh, dass ihr so bescheuerte Spiele habt, da funktioniert alles viel besser. Also ich hatte für den Abend natürlich nur Saalpinsel geplant. Aber Schrottgnome und Schuttgnome sind auch was Gutes, sind auch was Feines. Man kann ja sowieso alles machen, deswegen passt das. Und ich wollte auch eigentlich noch was sehr Dummes und was sehr Albernes und was offensichtlich übernatürlich ist für beide zusammen. Und wenn Flummi da halt schon was einbringt, was Potenzial hat, dann kann man das auch nehmen. Ich fand auch, dass der Umgang von den beiden, der war ja sehr, sehr kindlich, ne? Oder sehr, auch sehr kindisch, gerade mit der Kriegssituation. Das ist aber okay, das Jutsu. Das ist halt schon auch viel Fähiges, denke ich. Hat mir gut gefallen. Am Anfang
Habe ich auch gesagt, wird es viel so albernen Mist geben, weil das super wichtig ist, damit die SC Feen sein wollen. Weil wenn du dein Leben aufgeben willst oder musst, dann ist es schon sehr hilfreich, wenn du positive Erlebnisse hast, ne? Mit denen du die ganze Sache verknüpfst. Deswegen ist das eigentlich der Standard, dass man dann am Anfang so ein paar lustige, dumme Sachen macht. Und das ist auch die Art, die ich meinte. Irgendwann mal vor ein paar Folgen. Die Art von Albernheit, die man immer auch mal zwischendurch einbringen kann. Einfach weil sie nicht stört. Also in kürzeren Phasen selbstverständlich. Ne? Und natürlich immer ein bisschen anders. Weil sie nicht stört. Und weil sie zwischendurch ein paar Lichtblicke gibt. Und dann man nicht, egal was passiert ist, ob man gerade die Welt hat einstürzen lassen. Wo das dem entgegenwirkt. Also mit die Welt einstürzen lassen, was weiß ich, du, auf persönliche Art oder größer angelegt, was mit den Zielen der Charaktere zusammenhängt, oder man hat halt wortwörtlich die Welt einschüssen lassen, warum denn auch nicht? Ist ja auch alles möglich. Ne? Genau. Ansonsten, so fies Thema ist klar, aber wenn ich noch einmal sehe, dass jemand in den Kommentaren schreibt, Winter's Coming, dann knallt's. Einmal habe ich durchgehen lassen, damit musste man ja rechnen, aber ab jetzt nicht mehr. Einzige Ausnahme mit U und Doppel-M. So, ich denke, das war's. Folge ist lang genug.